Gut. So, dann wünsche ich einen schönen Abend. Herzlich willkommen zu der nächsten Experts Live Café mit dem Thema und dem Schwerpunkt Asia Security mit unterschiedlichen Themen. Wir haben drei Sessions heute vorbereitet. Ich werde den Start machen. Wir sind vor Ort, einige Leute, was mich sehr, sehr freut. Wir haben auch virtuell einige Leute mit dabei, die sich das Thema anschauen wollen. Vielleicht nur kurz zur Info, auch für Kollegen, die oder für irgendwer, der heute nicht dabei sein kann. Wir werden das alles natürlich recorden. Es wird auch auf unserem YouTube-Channel nachher gepostet werden, wo auch unter anderem die Sessions von der Experts Live-Konferenz, die jetzt vor kurzem war, auch verfügbar ist. Vielleicht nur kurz zu meiner Person. Wie heiße ich? Mein Name ist Hannes Lagler-Grüne. Ich bin Cloud-Architekt bei der Firma ACB. Darum sind wir heute auch da. Beschäftigen wir mit dem Thema Microsoft Azure schon sehr, sehr lange. Ich bin nahezu seit Beginn mit dabei. Warum? Ich habe Vergangenheit bei der Microsoft, also deshalb bin ich sehr, sehr schnell in die Berührungspunkte mit der Public Cloud gekommen. Ja, bin mittlerweile nicht nur Microsoft Azure zertifiziert, was mein primärer Fokus natürlich ist. Ich habe auch Zertifizierung bzw. Knowledge in anderen Cloud-Providern, also Hyperscalern wie AWS und GCP. Bin relativ untriebig, sage ich jetzt einmal, in der Community, daher auch sehr, sehr stolz drauf. Seit kurzem noch Microsoft MVP. Ihr findet mich überall in jedem sozialen Netzwerk, ob das jetzt Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn ist. Ich habe meinen privaten Blog und auch seit circa 8 Monaten meinen privaten YouTube-Channel, wo ich halt eben über solche Themen wie Azure Sentinel, Automatisierung oder Erfahrungen Videos aufzeichne. Zusätzlich gibt es auch noch meinen privaten GitHub. Mein privater GitHub-Repo, wo ich halt eben unterschiedliche Solutions dann auch dementsprechend auch publiziere. Genug aber von mir, gehen wir mal zu dem Thema von heute, bevor ich aber dort einsteige. Okay, bin da jetzt im falschen Fokus, Entschuldigung. Vielleicht ganz kurz mal den Ablauf. Azure Meetup, ich organisiere Azure Meetup für, also diese Organisation von Azure Experts Live Café beziehungsweise im Azure Meetup wird immer von mir organisiert. Ich plane das normalerweise einmal im Quartal, alles rund um Azure. Das ist jetzt dann nicht spezialisiert auf Security. Wir haben das letzte Mal haben wir auch das Thema Automatisierung gehabt. Wir haben das nächste Mal das Thema Monitoring. Wirklich alles, was sich rund um die Azure Cloud bewegt, wird auch von mir, also ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Es gibt auch meine E-Mail-Adresse jl@expertslive.at. Wenn ihr wollt, jederzeit gerne mit Ideen zu mir kommen. Ihr könnt alles präsentieren rund um die Azure Cloud. Wir werden da sicher einen Termin finden, wo wir das Thema nachher mit hineinbringen. Grundsätzlich ist das so, dass die Termine Stand heute großteils in virtueller Form gehalten worden sind, aufgrund von Covid-19. Ich plane aber natürlich in Zukunft, das in Person zu machen, beziehungsweise eigentlich so, wie wir es heute machen, weil es natürlich viel besser ist für die Leute, die zuschauen können, in einem Hybridfaktor. Um was geht es bei den Azure Meetup? Nicht, dass jetzt da glaubt, da werden Marketing-Slides oder sowas gezeigt, sondern es ist primär dafür da, damit man halt eben der Techniker für den Techniker auch was herzeigt. Also wenig Theorie, wir werden es heute auch sehen bei meinen Slides. Ich habe vielleicht 30% Slides und der Rest ist alles wirklich Live-Demo. Live-Demo bedeutet natürlich, dass auch vieles passieren kann. Es kann was einmal nicht funktionieren, das kann natürlich passieren. Ja, so ist es halt einfach. Wenn ihr Sessions vortragen wollt, gibt es die Möglichkeit, das auf Deutsch oder auf Englisch vorzutragen, je nachdem, wie ihr wollt. Spanisch oder sowas wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dann nachher werden oder andere Sprachen, aber Deutsch und Englisch sehr, sehr willkommen natürlich. Und zu guter Letzt noch ganz unten gibt es den Bitly-Link, wo die Session aufgenommen sind. Das ist quasi dann der Redirect zu unserem YouTube-Account von der Experts Live, wo ihr dann auch wirklich alles dann halt dementsprechend findet. Okay, gehen wir zu der Agenda von heute. Wie schon vorher erwähnt, es ist wirklich kurz von der Theorie und wirklich sehr, sehr viel Praxis. Also ich habe eigentlich nur zwei Agendapunkte mit Theorie. Warum Azure Sentinel? Und was sind die ersten Schritte zu Azure Sentinel, damit ich halt eben als Firma Azure Sentinel in meiner Umgebung implementiere? Und dann gehen wir wirklich in die Live-Demos hinein, wo ich auch die Möglichkeit hier genauer herzeige. Okay. Gehen wir mal zu dem Thema, warum Azure Sentinel? Bevor wir in das Thema einsteigen, was jetzt die großen Vorteile sind von Azure Sentinel, gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen uns einmal, was war in der Vergangenheit notwendig, damit man ein CIEM-System in der Firma integrieren können. Das sind ein paar solche markanten Punkte, die man halt eben sich überlegen hat müssen. Einerseits einmal war immer das Thema,
gut, ich habe mein Firmennetzwerk und da drinnen sind halt eben meine Devices, die halt eben reporten, Logfiles schicken, Syslog, was auch immer. Jetzt kommt es aber immer öfters und öfters vor, dass halt Applikationen außerhalb vom Firmennetzwerk sind. Wenn wir einfach nur das Stichwort IoT hernehmen, diese Devices sind nicht im Firmennetzwerk. Jetzt ist es natürlich für die traditionelle IT wirklich schwierig, diese Daten abzuholen und aber auch diese Systeme auch dementsprechend zu sichern. Weil ich hätte hier dann auch vielleicht eine externe API zur Verfügung stellen müssen, wo halt die Report, die Logs hingeschickt werden. Ein zweites großes Thema war immer der Punkt Right-Sizing. Wie war sie für die nächsten 5 Jahre gesehen, wie groß ich mein CM-System dimensionieren muss? Es ist immer so ein Daumen mal Pi. Ich glaube, dass ich heute mit so viel Log-Daten pro Monat oder pro Tag auskomme und dementsprechend habe ich eben die Hardware gesized auf die nächsten 5 Jahre. Upfront-Investment natürlich. CM-Systeme kosten Geld. Sie sind nicht die billigsten, ob das jetzt der Hardware ist oder ob das die Lizenz ist. Wir werden da einiges an Upfront-Investment brauchen. Und zu guter Letzt, ich habe es jetzt auch bei einem Kundenprojekt, einer der Gründe, warum man von den traditionellen CM-Systemen weggegangen ist, war ganz klar Lake of Automation. Automatisierung in der traditionellen Welt war immer schwierig. Wie kann ich dann, wenn gewisse Aktionen aufgetreten sind, wie kann ich das vielleicht automatisch bereinigen? Das waren einmal solche 4 Punkte. Es gibt natürlich weitaus mehr, was man noch bedenken muss, aber das sind die 4 markantesten Punkte, warum man sich vielleicht von einem alten System auf ein neues System, auf ein modernes CM-System entscheiden könnte. Wie kann jetzt da Azure Sentinel hier helfen? Wenn man sich anschaut, Netzwerke, also beziehungsweise Devices außerhalb vom Firmennetzwerk. Naja, klar, Azure Sentinel ist ein PaaS-System in der Azure Cloud. Es ist von extern erreichbar. Es ist jetzt dann nicht verankert in meinem Firmennetzwerk. Ich kann hier mit unterschiedlichen Konnektoren von überall auf dieses System zugreifen und dementsprechend auch die Daten dorthin transferieren. Right-Sizing brauche ich nicht. Ich habe hier im Prinzip ein PaaS-System, das mit meinen Anforderungen mitwächst. Also ich fange klein an normalerweise und wachse dann auch mit der Zeit mit. Was drunter läuft an Hardware oder an virtuellen Maschinen oder was auch immer, ist mir als Kunde komplett egal. Ich kaufe oder ich konsumiere das Service Azure Sentinel. Upfront-Investment gibt es keines. Ich kann ganz bewusst sagen, wir haben hier das gleiche Prinzip, wie es generell in der Cloud ist, das PSGO-Prinzip. Ich transferiere Daten in der Cloud und bezahle genau nur für das. Dass ich irgendwann einmal natürlich in die Situation kommen werde, wo ich sage, okay, ich möchte mir jetzt eine sogenannte Reserved Instance kaufen für Azure Sentinel, das kann durchaus passieren. Welcher Use Case steht dahinter? Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt da jeden Tag zum Beispiel 100 GB an Daten, die heute in Azure Sentinel transferiert werden, dann habe ich natürlich mit der PSGO eine gewisse Summe, was ich bezahle. Wenn ich aber zum Beispiel hierher gehe und eine Reservierung mache und sage, okay, ich habe den 100% Limit erreicht pro Tag, bekomme ich, ich glaube, bis zu 50% jetzt bei den 100 GB pro Tag Discount drauf. Ergo kann ich mir da die Reservierung machen und das geht natürlich nach oben bis etliche Terabyte auch dementsprechend. Lake of Automation, da kann ich ganz bewusst sagen, es gibt hier keine Grenze. Ich habe mich mit dem Thema schon extremstens beschäftigt. Wir können wirklich alles automatisieren, ob das jetzt von der Cloud ist oder auch von On-Premise. Es gibt hier, also ich bin noch nicht auf das Ende gestoßen, wo ich sage, okay, jetzt da habe ich überhaupt nichts mehr zusammengebracht, jetzt kann ich nichts mehr automatisieren. Alles ist möglich. Warum? Werden wir dann nachher dementsprechend später noch sehen. Das sind einmal Sachen, wie Sentinel hier helfen kann. Und das sind nur einige Punkte. Wenn wir aber sich das Sentinel-Produkt an sich anschauen, ist es wirklich eine End-to-End-Solution für Security Operations. Wir haben hier mehrere Komponenten mit zusammengehängt. Wir haben einerseits einmal Visibilität in Azure Sentinel. Wir haben hier Analytics, Rules, beziehungsweise können wir auch die Power von der Microsoft verwenden, in dem Fall Machine Learning-Szenarien, die im Hintergrund laufen, sogenannte Fusion Rules. Wir können hier Hunting Rules auch ansetzen. Wir haben hier die Möglichkeit, vordefinierte Hunting Rules zu verwenden oder unsere eigenen zu schreiben. Kommen wir aber noch später dazu. Wir haben Incident Management mit inkludiert und natürlich auch das Thema Automation. Also alles in einem Produkt verankert, alles in einer Oberfläche und dementsprechend auch für den Kunden ersichtlich. Wie starten wir jetzt da mit Sentinel? Grundsätzlich geben wir mal her, man provisioniert Sentinel. Das Provisionieren an sich 5 Minuten. Mehr braucht man nicht. Warum? Es sind 2 Produkte. Das eine Produkt ist Azure Log Analytics. Das ist quasi der Unterbau, wo die Daten gesammelt sind.
ist jetzt dann nicht nur rein für Sentinel gemacht worden, das geht weiter. Zum Beispiel Azure Security Center verwendet Azure Log Analytics, Azure Application Insights. Es gibt sehr, sehr viele Services, die dieses Produkt im Hintergrund verwenden. Das ist im Prinzip der zentrale Logging Store für die Azure Cloud, sage ich jetzt einmal. Ne? Und obendrauf sage ich dann auch, ich möchte mir diese View bauen für Azure Sentinel. Das ist eine Custom View mit Zusatzfunktionalitäten auch für Azure Sentinel. Dann der erste Schritt, wenn ich das provisioniert habe, ich möchte Daten sammeln, Daten collecten. Da gibt es ja dem unterschiedliche Connector, kommen wir noch dazu. Nächster Schritt ist Visibilität schaffen. Ich möchte die Daten, die ich gesammelt habe, auch dementsprechend visuell darstellen und halt dann auch für meine Mitarbeiter, fürs SOC-Team zur Verfügung stellen. Und dann kommen wir schon zu dem Thema Analytics Rules, Hunting Rules, Incident Handling und dann auch zu guter Letzt, wenn wir natürlich die Systeme soweit schon im Griff haben und wissen, okay, es können gewisse Aktionen passieren oder gewisse Incidents auftreten, das vielleicht auch sogar schon automatisiert zu beheben. Gehen wir mal auf die Punkte ein bisschen genauer ein. Collect Data. Grundsätzlich, das ist jetzt schade, dass dann noch die alte Flow-Seite so ist, aber ist egal. Grundsätzlich haben wir hier unterschiedliche Connector-Typen. Ganz am Anfang haben wir natürlich Azure. Wir möchten Daten von Azure sammeln. Azure Active Directory, Microsoft 365, Security-Daten, Activity-Daten, was auch immer ich haben möchte, sehr, sehr einfach einzubinden. Also die Cloud wird natürlich, habe ich hier überhaupt kein Thema. Dann kann ich natürlich auch On-Premise-Systeme oder andere Systeme wie eine Fortinet zum Beispiel anbinden als Firewall. Das mache ich zum Beispiel mit einem Syslog-Connector, der mir in Wirklichkeit das dann auch umwandelt, das sogenannte Common Event Format, CEF Format. Ich kann aber natürlich auch hergehen, logischerweise kann auch On-Premise Windows-Systeme alles, also jeden Event-Log, was ich möchte, Performance-Daten, ob das ein CM-System richtig ist, ist ja wieder eine andere Frage, aber ich kann hier natürlich auch die Daten dementsprechend von Windows-Systemen absaugen und natürlich auch von Linux-Systemen. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie man das jetzt anbinden kann, ob man da ein Gate wieder zwischenschaltet oder das Server-Reporten direkt raus, ob man diesen unter Anführungsstrichen alten Log-Analytics-Agent verwendet oder vielleicht auf Zukunft gesehen den AMA-Agent, der noch nicht offiziell supported ist. In Azure Sentinel ist eine Private Preview verfügbar. Unterschiedliche Varianten. Dann haben wir natürlich Text2 und MS-Graph für die Threat Indicators. Und zu guter Letzt, die haben wir nicht nur. Also, genau. Also Text2 ist, war die Frage, was das jetzt genau ist. Kann jetzt im Detail auch noch nichts sagen dazu, weil ich jetzt den, mit denen noch nicht beschäftigt habe. Ja, müssen wir dann nachher schauen. Ich gehe dann nachher her, weil ich dann nachher meine Session fertig habe und poste nachher, beziehungsweise gibt die Information dann nachher her. Aber wichtig ist, wenn wir all diese Systeme hernehmen, nicht alles ist standardisiert. Wir haben vielleicht auch Custom-Software, selbst entwickelte Software, die schreibt zum Beispiel nicht in Event-Log hinein, die schreibt in ein Logging-File hinein, die schreibt vielleicht in eine Datenbank hinein. Dementsprechend haben wir auch Custom-APIs. Also wir haben die Möglichkeit, Custom-Logs auch zu transferieren. Wir können unsere eigene Applikation schreiben und diese Informationen auch in Log-Analytics abspeichern und dort dann auch dementsprechend reagieren. Wenn wir uns die vier unterschiedlichen Varianten anschauen, gibt es natürlich hier, wie immer, auch einen Benefit für Microsoft Azure-Kunden. Und zwar Azure Activity Logs, Office 365 Activity Logs und Alerts von Microsoft Threat Protection sind gratis. Kostet man nichts in Azure Sentinel. All diese Daten kann ich reintransferieren, kann ich schon mal sie im System aufbauen für keine Extrakosten. Und das ist natürlich schon ein riesengroßer Vorteil, weil jeder Kunde, sage ich jetzt einmal, verwendet Office 365. Und wenn ich dann die Daten Office 365 schon in meinem CM-System drinnen habe und dann auch dementsprechend auch schon reagieren kann drauf, ist das natürlich nicht so schlecht. Okay, ein weiterer Punkt, wenn man sich zum Beispiel das System anschaut, der Unterbau ist Log Analytics. Wenn ich normalerweise Log Analytics in der Azure Cloud provisioniere, habe ich 31 Tage Datenaufbewahrung und die ersten 5 GB der Daten pro Monat gratis dabei. Wenn ich aber Azure Sentinel oben drauf setze, sagt Microsoft, okay, nicht 31 Tage gratis, sondern die ersten 90 Tage sind gratis dabei. Also sprich, ich kann diesen Schieberegler auf 90 Tage hochziehen, kostet man auch nicht mehr, was ja natürlich sinnvoll ist. Nächstes, Visibilität. Auch nichts Neues in Wirklichkeit. Wir reden hier von Workbooks. Ist jetzt da keine Erfindung jetzt nur für Azure Sentinel, sondern Workbooks kommen immer mehr und mehr. Wenn wir ins Azure Active Directory hineinschauen,
haben wir Workbooks, die wir halt eben für die Visibilität verwenden und natürlich auch dementsprechend für Azure Sentinel. Es gibt hier eine sehr, sehr große Galerie für Workbooks, die wir halt eben verwenden können. Oder wir bauen uns unsere eigene Workbook. Ich werde es dann auch in der Live-Demo noch herzeigen, wie sowas ausschauen kann und wie man halt dementsprechend dort auch Visibilität schaffen kann für das SOC-Team oder vielleicht auch für das Team-Management. Ich habe jetzt einen Kunden, wo wir das auch gebaut haben. Analytics-Rules. Es ist so, dass wir, wenn wir Daten sammeln, möchten wir natürlich auf gewisse Daten auch reagieren können. Und dafür sind Analytics-Rules da. Wir haben hier, können aus Analytics-Rules, die halt eben gescheduled zum Beispiel laufen, können wir einen Incident erzeugen. Und basierend auf den Incident können wir auch im weiteren Schritt dann auch dementsprechend Automatisierung exekutieren. Wichtig ist hierbei aber, wenn wir Analytics-Rules haben, können wir damit auch was machen. Der Incident wird getriggert, wir haben einen neuen Incident und ich kann zum Beispiel hergehen und kann die Severity für den Incident abändern von High auf Medium, weil ich schon analysiert habe. Ich kann hier auch Kommentare hinterlegen. Ich kann es vielleicht an Kollegen übergeben und sagen, okay, schau dir das Thema auch noch ein bisschen an. Oder ich kann auch manuell hier Automatisierungstask aufrufen. Geschrieben werden Incidents oder Analytics-Rules, genauso wie Hunting-Rules, das ist noch der nächste Slide, in sogenannten KQL-Queries. Auch nichts Neues, ist Log-Analytics, verwendet KQL, wo man halt dementsprechend auch die Daten abfangen können, also abfragen können und unterschiedliche Analyse-Rules definieren können. Jetzt habe ich gesagt, Analytics-Rules sind gescheduled. Normalerweise sagt man alle 5 Minuten, das ist das Minimum, was man einstellen kann, und schaut die letzten 5 Minuten zurück. Es gibt aber auch einen eigenen Connector oder eigene Services, die halt eben auf Azure Services reagieren. Also ich sage, okay, ich schaue jetzt dann nicht nur in Log Analytics rein, sondern nehme zum Beispiel Microsoft Cloud App Security oder Microsoft Defender for Identity. Das ist schon ein eigenes Produkt an sich, der halt dann auch eben die Informationen auch liefert, okay, Microsoft Active Directory, Identity Protection zum Beispiel, Atypical Travel. Da habe ich jetzt da keine Rule definiert, da läuft im Hintergrund Machine Learning von der Microsoft, das ich jetzt nicht einsehen kann, aber der erkennt automatisch, okay, ich melde mich jetzt momentan von Wien an und 5 Minuten später von Amerika zum Beispiel. Theoretisch möglich, physisch unmöglich. Und das erkennt halt eben Microsoft Defender for Identity dementsprechend und den kann ich auch anbinden und habe ich halt noch ein Azure Sentinel dementsprechend auch den Incident drin und kann hier weiter investigieren. Also nicht nur KQL-Queries, sondern ich kann ja wirklich auch Services dementsprechend auch anbinden. Hunting Rules hingegen sind nicht automatisch getriggert. Hunting Rules verwende ich normalerweise, wenn ich sage, okay, ich habe einen Incident und ich möchte es da weiter investigieren. Ich möchte wissen, der User hat sich jetzt zum Beispiel angemeldet oder Brute Force Attacken, wurde auf den User gestartet. Wo ist er noch weiter hingekommen? Hat er sich vielleicht noch angemeldet auf einer virtuellen Maschine in der Azure Cloud? Hat er vielleicht eine Network Security Groups verändert und so weiter. Da helfen mir Hunting Rules. Wir werden es dann auch sehen. Wir haben genauso geschrieben in KQL-Queries. Und ich habe aber hier wirklich eine sehr, sehr große Ansammlung. Das ist noch ein altes Bild hier. Da steht 93. In Wirklichkeit sind es jetzt da aktuell 197 vorkonfigurierte Hunting Rules. Da brauche ich nichts selbst machen. Die hat Microsoft, bietet die schon an. Beziehungsweise auch dementsprechend die Community. Das war's für den ersten Teil. Jetzt ist einmal interessant, Demo. Wie schaut denn Azure Sentinel aus? Wie kommen wir zu den Connectors? Wie können wir Workbooks und Analytics-Rules dementsprechend implementieren? Ich switche hier gleich rüber. Kann man eh halbwegs vernünftig sehen, auch in Streaming drinnen, was ich sehe. Wir sehen hier, ich bin in mein Azure-Portal angemeldet. Ich habe hier auch gewisse Komponenten bis gewisse Informationen in ein Dashboard herausgezogen. Das kann ich jederzeit auch machen. Wir sehen hier, Incident created by Severity, Incident created by Owner und so weiter. Als allererstes möchte man in Azure Sentinel einsteigen und auch einmal die Oberfläche von den Azure Sentinel zeigen. Oh, wir sind in einer Live-Demo. Gut. Wir haben hier die Ansicht der letzten 24 Stunden. Normalerweise kann ich das auch umstellen, kann man die Ansicht anzeigen lassen von den letzten 90 Tagen. Das habe ich ja gratis mit dabei. Kann auch jederzeit hier umstellen auf 48 Stunden und so weiter, dann würde ich auch sehen, wie viele Daten in die 48 Stunden reingekommen sind, wie viele Alerts, wie viele Incidents. Bleiben wir aber bei den 24 Stunden.
In der Mitte sehe ich, okay, von wo kommen denn Daten? Was sind die meisten Datensourcen? In dem Fall habe ich VM-Connection, habe ich Security-Events und so weiter und so weiter. Gut. Azure Sentinel per se würde ich hier nicht sehen, ist leer. Jetzt ist der erste Schritt, den ich mache, ich überlege mir, welche Datenkonnektoren möchte ich denn in mein System integrieren. Und da ist ganz wichtig, im Prinzip auch wie bei einem normalen Monitoring-System, nicht gleich am Anfang alles implementieren. Der wichtige Punkt ist, ich überlege mir Use Cases. Basierend auf den Use Case schaue ich dann auch nach, welche Datenquellen brauche ich denn, damit ich den Use Case umsetzen kann. Und dann gehe ich her und schaue mir dann halt drinnen nach, was habe ich denn hier für unterschiedliche Konnektoren. Standardkonnektor haben wir die ersten zwei gleich, wäre zum Beispiel Azure Active Directory. Ich möchte wissen, was geht denn in mein Azure Active Directory ab und möchte diese Informationen auch dementsprechend auswerten können. Sage ich, wie einfach das ist, dass man Azure Active Directory zum Beispiel anbietet in Sentinel. Da muss man nicht jetzt da wirklich studiert haben, sage ich jetzt einmal unter Anführungsstrichen, sondern ich gehe hierher auf den Connector, sage Open Connector Page, wähle hier die Datensourcen aus, was ich absaugen möchte. In dem Fall seien Inlogs, ich möchte die Audit Logs und was Gott noch irgendwas haben und klicke auf Apply Changes. Das war's. Mehr brauche ich nicht machen. Im Hintergrund wird alles konfiguriert. Wenn wir ins Detail gehen, werden Diagnostic Settings konfiguriert, aber es ist egal. Aber ich als ITler brauche ich in dem Fall nicht mehr machen. Es werden automatisch die Daten ab diesem Zeitpunkt gesammelt und in Log Analytics abgespeichert und ich kann damit arbeiten. Gut. Wenn ich mir den Connector jetzt da anschaue, das ist ein Connector, der sammelt mir Daten und speichert sie in meinen Log Analytics ab und dementsprechend kann ich auch KQL, geschedulte KQL Queries darauf ausführen. Wenn ich aber gerne ein anderes Service anbinden möchte, zum Beispiel Azure Active Directory Identity Protection, das in Wirklichkeit ja in Azure Active Directory verankert ist, als Zusatzservice, basierend auf meiner Lizenz halt eben, funktioniert das auch sehr, sehr einfach. Ich klicke auf diesen Connector, sage Open Connector Page. Er sagt natürlich hier, okay, ich brauche die notwendige Lizenz in dem Fall, damit ich diesen Connector verwenden kann, brauche ich Azure Active Directory Premium 2 Lizenz. Das ist natürlich dann auch für viele Kunden, ich möchte jetzt nicht mehr ganze Firma Premium 2 lizenzieren, es würde hier Alternative auch mittlerweile geben. Aber sagen wir einfach, wir haben unsere Firma, ist super lizenziert, wir haben Premium 2. Ich klicke hier auf Connect, in dem Fall bin ich schon connected. Das war's. Er hat jetzt die Connection zwischen Azure Sentinel und Azure Identity Protection aufgebaut. Und den zweiten Schritt muss ich in Wirklichkeit nur diese Analytics Rule aktivieren. Und das ist genau dieser Punkt hier unten. Dann klicke ich hier auf Enable. Und dann wird auch die notwendige Analytics-Rule, die mir dann auch meinen Incident auch erstellt in meinem System und es funktioniert schon. Das ist das Coole und Einfache dabei. Okay, jetzt haben wir die Daten drin. Wir würden auch hier drinnen sehen, okay, was jetzt abgeht, wie viele Daten received sind. Beim Azure Active Directory sehen wir natürlich weitaus mehr von den unterschiedlichen Datenquellen. Jetzt möchte ich dann auch hergehen und möchte eine Visibilität schaffen. Und hierfür gibt es dann auch Workbooks. Ich kann hier natürlich aus vordefinierten Workbooks auswählen. Da muss ich nur das Einzige, was ich aufpassen muss. Ich kann natürlich nur die Workbooks auswählen. Also grundsätzlich kann ich jedes Workbook auswählen. Ich werde aber nur die Daten in dem Workbook sehen, wo ich auch die Data Connectors bereits involviert habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt daher nehme und nehmen wir da das AWS her. Ja, Azure Sentinel ist nicht nur für Azure da, sondern in Azure Sentinel können wir auch andere Cloud-Provider oder andere Third-Party-Produkte wie eine FortiGate, wie eine F5 oder sowas connecten, kann ich hier dann auch einsehen, okay, bei diesen AWS-Activities bräuchte ich zum Beispiel den AWS-Connector zuerst einmal verbunden, damit ich halt eben alle Ansichten auch dementsprechend richtig dargestellt bekomme. In meinem Fall habe ich jetzt aber schon gewisse Workbooks implementiert in meiner Umgebung. Und wir sehen hier, wenn wir jetzt dahergehen aufs Azure Active Directory Audit Logs und hier aufmachen, View Template oder View Saved Workbooks, was ist der Unterschied? Das Template ist immer das, was ich von der Microsoft, wo ich sage, okay, ich möchte dieses Workbook in meiner Umgebung haben, ich möchte es abspeichern. Das ist die Vorgabe oder die Vorlage von Microsoft. Ich kann es aber jederzeit auch anpassen für meine Bedürfnisse und dementsprechend abspeichern. Dann klicke ich hier auf View Saved Workbooks und sehe quasi meine Ansicht. Und basierend auf die Informationen, die in meinen Log Analytics Store sind, und hier sehen wir die letzten 90 Tage, sehe ich halt eben hier auch unterschiedliche Ansichten. Ich würde hier sehen, okay, welche User Activities habe ich, ist in meiner Umgebung, was sind meine Top Active Users in meiner Umgebung und so weiter und so weiter.
Ich habe aber hier natürlich auch die Möglichkeit, mein eigenes Management oder mein eigenes Dashboard zu bauen. Und das hier ist ein Kundendashboard, das ich jetzt da Unix gebaut habe. Das ist natürlich, der Kundenname ist draußen. IT Security Management Dashboard. Und der Kunde ist hergegangen und hat zu mir gesagt, er würde gerne für sein CISO würde ein separates Dashboard gerne haben, wo halt eben gewisse Informationen, gewisse KPIs auslesen kann. Und wir sehen hier einerseits einmal dieses komplettes Custom View, wo wir sagen, wir haben gewisse Incident Rules und die gewissen Incident Rules sind in gewissen Kategorien abgelegt und mit einem Schlüssel dahinter wird dann halt eben berechnet, ist der Status generell okay. Wir haben aber hier auch die Möglichkeit, nicht nur Log Analytics Daten auszulesen, sondern, was der Kollege nachher, Markus Bell nachher präsentieren wird, auch die Informationen von Azure Security Center und hier im Workbook anzuzeigen. Das ist jetzt dann nichts, was in Azure Log Analytics drin ist, sondern ich greife über die Grave API auf Azure Security Center zu und gebe mir hier auch die Prozente von der jeweiligen Subscription. Da habe ich gerade gesehen, da ist noch Fehler drinnen, aber auf der Azure Sponsorship Subscription würde hier der prozentuelle Wert angezeigt werden. Und vieles, vieles mehr. Wir haben hier auch, sind wir hergegangen und haben gesagt, alle Incidents, seitdem wir gestartet haben, was haben wir denn für Incidents, High, Medium, Low und Informatical? Also sehr, sehr einfach zu implementieren. Wir können hier natürlich bestehende Workbooks nehmen, diese editieren und gewisse Konfigurationen rausziehen und unsere eigenen Workbooks bauen. Weil das hier, zum Beispiel die Meantime to Triage, Meantime to Closure, habe ich es nicht selber gebaut. Da gibt es ein eigenes Workbook für diese Ansichten schon, die man einfach rausgezogen und hat eben zusammengefasst. Die Frage war, wie man das zum Beispiel an CTO oder CEO nachher präsentiert. Grundsätzlich kann ich hier auch den Link sharen, aber ein eigener Account braucht er natürlich dementsprechend schon. Ja. Genau, das kann ich einrichten, also die Berechtigungen, dass halt nur das sieht. Oder noch schöner, ist natürlich auch eine Variante, ich ziehe diese Informationen raus und lege sie in den Dashboard ab. Kann er sich im Portal azure.com anmelden und sieht gleich im Dashboard eine komplette Übersicht. Also das ist ein durchaus gängiger Weg. Ja. Okay, jetzt haben wir Visibilität geschaffen. Jetzt möchten wir aber hergehen und möchten wir uns Analytics Rules zum Beispiel bauen. Und ich zeige hier nur ganz kurz zwei her. Wir schauen ganz kurz in der Zeit. Ja, sind wir gut unterwegs. Wir haben hier unterschiedliche Rule-Typen. Wir haben hier Rule-Typ Scheduled und da gehen wir jetzt einmal her auf diesen ACP Honey-Account-Login. Normalerweise in einer Umgebung hat man immer Accounts, wo man sagt, okay, da darf sich keiner, bei den User darf sich keiner anmelden. Und wenn sich da wer anmeldet, ist meistens ein Indiz, okay, es ist irgendwer in meinem Netzwerk, der das nicht unbedingt sein sollte. Ne? Das sind diese klassischen Honey-Accounts und ich möchte diese auch monitoren. Gibt es da irgendwelche Aktivitäten an den Account? Und wir sehen hier, wenn wir diese Rule einmal editieren, das ist eine normale gescheduled Rule, wo wir einstellen können durch den Namen, wo wir die Tactics hinterlegen können, wo wir die Severity hinterlegen können, in dem Fall ausgewählt zwischen Informatical, Low, Medium und High. Und natürlich im nächsten Schritt können wir auch diese sogenannte KQL-Query hinterlegen. In der KQL-Query lassen wir das oben einmal außen vor, hier, das ist mit LED. Gehen wir einfach einmal her und schauen Sie das an. Sign Inlogs. Da weiß ich jetzt zum Beispiel, das sind Inlogs, ist nichts anderes als die Table innerhalb von Log Analytics, die angelegt worden ist, durch den Azure AD Connector. Sein Inlogs kommt vom Azure AD Connector. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich sage, mit Project, ich möchte mir aus der Fülle an Informationen, die halt eben bei Sign Inlogs drinnen steht, nur gewisse Teile rausziehen. Also ich möchte quasi rausfiltern, ähnlich wie beim SQL. Ich möchte auch nicht Select Stern machen, sondern ich definiere auch schon nachher die Rows, die ich haben möchte. Und dann gehe ich her und sage, where user ID ist in Emergency Accounts. Was das nachher bedeutet, kommen wir noch dazu. Und zu guter Letzt kann ich nachher hergehen und kann sagen, okay, bei meiner Analytics Rule möchte ich, wenn der Incident aufpoppt, möchte ich sogenannte Identitäten mitgeben, dass halt eben der Security Analyst sofort beim Incident zum Beispiel sieht, um welchen Account geht es denn? Full nämlich, möchte den Account Customer Identity haben. Ich möchte den UPN nachher drinnen haben. Oder Host Custom Entity oder die IP-Adresse, von der die Anmeldung herkommt. Das sehen Sie dann auch eh beim Incident tatsächlich auch. Okay,
Jetzt dann noch ein ganz interessantes Thema, und zwar der obere Bereich. Normalerweise würde ich jetzt dahergehen und würde Custo Query so schreiben, oder bis vor kurzem wäre es so gewesen, dass ich sage, ich schreibe in der Custo Query auch den UPN des Users hinein, den ich monitoren möchte, also quasi diesen Honey-Account. War bis vor kurzem nicht anders möglich. Mittlerweile gibt es aber sogenannte Watchlists. Was ist das? Ich habe mit dem oberen Befehl mit let im EM-Accounts, get Watchlist, Honey-Accounts, mache ich die Möglichkeit, dass ich mir ein Array baue mit der obersten Zeile und dieses Array abfrage. Wir sehen ja hier EM-Accounts und weiter unten sehen wir dann nachher, wer User-ID in EM-Accounts. Also jedes Mal, wenn in Log Analytics ein Eintrag ist, der halt eben dazu passt, dann wird ein Incident geöffnet. Und ich möchte jetzt ganz kurz noch herzeigen, wie das mit dem Merchants, mit der Watchlist funktioniert, weil das Schöne dabei ist, wenn ich jetzt da einen Honey-Account habe und 2 Monate später komme ich drauf, okay, ich möchte mal einen zweiten anlegen, muss ich nicht mehr die Analytics-Rule abändern, sondern gehe hierher in die Watchlists, sage, hier gibt es die Watchlist, die heißt Honey-Accounts, klicke auf Edit, füge einen neuen Eintrag hinzu, sage zum Beispiel, das ist der ID, das ist der UPN, abspeichern, funktioniert, wird automatisch mitgemonitort. Ich bin außerhalb von meiner Rule, ich brauche diese nicht editieren und habe hier ein externes Array, sage ich jetzt einmal unter Anführungsstrichen, was ich halt dementsprechend machen kann. Okay, dann vielleicht noch ganz kurz erwähnt, es gibt hier auch, und da werden wir dann halt den Incident auch sehen, zum Beispiel ACB IP Risky User. Das ist keine KQL-Query, wenn ich das jetzt da editiere, werden wir auch sehen, ich habe hier keine Möglichkeit, eine KQL-Query anzubinden, sondern ich habe hier ein Service, das ich anspreche. In dem Fall spreche ich das Service Azure Active Directory Identity Protection an, wo ich vorher den Connector schon aufgebaut habe und sage hier, ich filtere bei Severity Custom und ich sage hier, ich möchte nur Medium und High Alerts haben von diesem Service. Und basierend auf den baut er mir dann auch meine Incident Rules dann auf. Wird auch hier eigens gekennzeichnet mit Microsoft Security. Zusätzlich gibt es auch noch sogenannte Fusion Rules. Fusion Rules ist, dass die Daten, die im Hintergrund in Log Analytics gespeichert werden, von Microsoft mit Machine Learning Szenarien analysiert werden. Ich habe da keinen Eingriff oder sowas, dass ich das irgendwie bearbeiten kann, aber das sind halt eben solche klassischen Fusion Rules. Und zu guter Letzt, bevor wir wieder in die Demo, in die Theorie zurückgehen und dann noch das Incident Handling noch anschauen, zeige ich noch ganz kurz her, die Hunting Rules, wie vorher schon erwähnt, es sind 196 jetzt, die verfügbar sind. Und ich habe hier zum Beispiel 2 priorisiert, wo ich sage, okay, die sind für mich halt eben interessant. Und ihr habt hier keine Möglichkeit, dass ihr das permanent laufen lasst. In dieser Ansicht, ganz wichtig, ich habe hier, kann ich die Rule auswählen, diese Hunting Rule kann sie exekutieren und kann mir hier auch das Result noch anzeigen lassen. Und wenn wir da draufklicken, werdet ihr gleich sehen, jetzt switchen wir in das Backend von Azure Sentinel zurück und das ist Log Analytics. Und das ist quasi diese Log Analytics Query, die dort aufgerufen werden kann. Und dann kann ich natürlich weiter ins Detail gehen, kann man hier auch die Informationen auslesen, die halt eben mit diesem Eintrag mitkommen und so weiter. Hunting Rules haben auch noch eine Besonderheit, und zwar gibt es auch die Möglichkeit, sogenanntes Livestreaming zu starten. Wenn ich jetzt in meine Session einsteige, habe ich hier die Möglichkeit, auf das Livestreaming zu klicken und hier auf Play, also quasi diese Livestream zu starten. Da wird der Custo Query relativ einfach. Ich schaue in die Audit Logs nach, wird jetzt gerade eine Gruppe angelegt in Azure Active Directory gelöscht. Wenn ich das jetzt da machen würde, würde ich hier rechts oben noch ein Pop-up nachher bekommen, wo steht dann noch, okay, diese Live-Stream-Rule ist jetzt gerade angeschlagen. Also das ist eine Möglichkeit, wo ich sage, ich möchte Hunting-Rules automatisch exekutieren oder permanent laufen lassen. Okay, jetzt haben wir Visibilität geschaffen. Wir haben die Daten connected, wir haben Analytics Rules einmal die erste einmal gesehen, wir haben uns Hunting Rules kurz angeschaut. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Schritt, und zwar Incident Handling. Eine Analytics Rule, ich kann mich entscheiden, wenn ich die Analytics Rule anlege, ob nur ein Alert generiert wird oder aber auch ein Incident erstellt wird. Und wie vorher schon erwähnt, kann ich natürlich mit Incident weitaus mehr machen. Ich kann hier ein Handling machen, ich kann hier Assignment machen, ich kann hier anderen User das hinzufügen. Ich kann sagen, okay, ich möchte Tags hinzufügen zu diesem Incident oder ich kann auch Kommentare hinzufügen, wo ich sage, okay, meine Analyse ist fertig, ich komme jetzt nicht mehr weiter, gebe diesen Incident einen Kollegen weiter, der halt eben tiefer in dem Bereich ist und damit halt eben dementsprechend die Informationen auch zu den Kollegen gelangen, kann ich es noch in Comment noch absprechen. Ich kann aber auch für den Incident
manuell Playbooks, sogenannte Playbooks für die Automatisierung starten. Je nachdem, was ich möchte, automatisiert oder halt eben manuell starten, das habe ich die Möglichkeit. Und was sind jetzt in Wirklichkeit Playbooks? Playbooks ist nichts anderes als Logicap im Hintergrund. Und wer mit euch schon mit Logicap gearbeitet hat, weiß, die Möglichkeit mit Logicap, und das sind nahezu uneingeschränkt. Also wie gesagt, ich bin noch nicht auf das Ende gekommen, dass ihr sagt, das funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Bei der Automatisierung gibt es zwei Varianten. Entweder ich mache eine Alert-Automatisierung, dann wird ein Playbook gestartet, also quasi eine Logicap. Oder ich gehe auf den Incident und mache eine Incident-Automatisierung. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit in weiterer Folge, dass ich ein Azure Logicap starte. Ich kann aber vorher schon diesen Incident selbst behandeln. Wir werden es dann auch in der Demo nachher sehen. Wichtig hierbei auch noch zu erwähnen, ihr müsst nicht alles selbst schreiben. Es gibt eine riesengroße Community, es gibt auch einen eigenen GitHub-Bereich, wo halt eben genau diese Themen, ob das jetzt der Incident Handling ist, ob das Hunting Rules drinnen sind, ob da jetzt Analytics Rules sind oder ob eben Playbooks sind, es ist extrem viel schon vorhanden und ihr könnt das jederzeit auch bearbeiten und für euren Need quasi anpassen. Nichtsdestotrotz gehen wir weiter. In die Demo. Ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit verlieren in Theorie, sondern euch wirklich auch herzeigen. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich schon, bevor wir die Session gestartet haben, habe ich natürlich schon meine Incidents enforced, dass halt gewisse Sachen geändert werden. Wir sehen hier drei Incident-Typen. Einerseits sehen wir hier mal ACP Honey Account Login. Ich habe mir mit dem User angemeldet, einen von den User, der in der Watchlist drinnen ist. Und ich sehe hier, wenn ich mir die Full Details anschaue, sehe ich von diesen Honey Accounts diese sogenannten Entitäten, die halt eben der Analyst gleich automatisch mitbekommt beim Incident. Und da sehe ich hier, welcher Honey-Account, welcher UPN hat sich angemeldet, wo hat er sich angemeldet, in dem Fall in Azure Active Directory, von welcher IP-Adresse und in dem Fall URL ist jetzt nicht passend, aber ich wollte es einfach nur darstellen, dass das auch möglich ist. Ich kann hier auch darstellen lassen, von welcher Region hat er sich in dem Fall angemeldet. Okay. Jetzt könnte ich hergehen, kann hier natürlich meinen Comment hinterlegen, dass ich sage, okay, ja, passt, Test, super. Ne? Ich möchte aber jetzt zum Beispiel als Analyst hergehen und möchte sagen, einerseits mal, vielleicht möchte ich die Severity oben ändern, vielleicht möchte ich den Status von Null auf Active setzen, weil ich jetzt gerade daran arbeite, ich arbeite jetzt Active daran und möchte vielleicht auch meinen User zuweisen. Die User, die wir hier drinnen sehen, sind Azure Active Directory User. Also alle User, die in Azure Active Directory sind, kann ich hier auch dementsprechend auswählen. Gut. Als Analyst geht es daher und möchte es alle erst einmal wissen, cool, der hat sich von der IP-Adresse angemeldet. 176, 119, 30, 92. Ist diese IP-Adresse auf einer Blacklist? Kann ich natürlich das manuell machen, kann auf die Virus Total oder wo auch immer hingehen und kann das dort einmal analysieren. Oder ich gehe her auf diesen Alert, sage, ja passt, da ist mein Alert, View Playbooks, ich möchte diese Analyse jetzt manuell starten. Es gibt hier glücklicherweise ein Playbook, das heißt Get Virus Total Report. Ich exekutiere das jetzt manuell. Was passiert im Hintergrund? Diese Public IP-Adresse wird diesem Playbook übergeben. Der hat einen externen Connector zu Virus Total, sagt, wie ist die Reputation von der IP-Adresse? Und er geht aber zurück, wenn ich jetzt auf den Incident schaue, das ist das Schöne dabei, jetzt habe ich da einen Comment, mache hier einen Refresh, sollte hoffentlich Demo, Live-Demo, zwei Kommentare drin sind. Und hier sehe ich die Reputation von der IP-Adresse. Habe mir dann nachher quasi Virus Total zurückgegeben, okay, Reputation für diese IP-Adresse ist zwar malicious. Kann natürlich jetzt da mehr Informationen rausholen, aber ich wollte es einfach nur kurz mal herzeigen, dass sowas möglich ist. Alles automatisiert. Ich kann das natürlich manuell triggern, wie ich es jetzt da gemacht habe, oder auch komplett automatisch, wenn der Incident erstellt wird und dass ich gleich die Informationen in meinem Incident auch als Kommentar drin habe. Okay, das ist zum Beispiel eine KQL-Query, die gescheduled daherkommt. Wenn ich mir jetzt diesen Incident hier anschaue, wir sehen hier bei der Product Name sehen wir hier Azure Sentinel. Das sind quasi KQL-Queries. Hier würde ich aber Azure Active Directory Identity Protection sehen. Das hat nichts mit der KQL-Query zu tun, sondern das ist diese Service Connection zu diesem anderen Service. Wenn ich mir jetzt hier die Full Details anschaue, sehe ich hier, Entities, um was geht es denn? Auch wieder den Account von der IP-Adresse und er sagt mir hier, Anonymous IP-Address, die Information kommt von Azure Identity Protection.
Er sagt nämlich, okay, ich habe mich mit dem Account zum Beispiel über einen Tor-Browser angemeldet. Ne? Azure Active Directory Identity Protection erkennt das und sagt anonymous IP-Adresse und nicht. Gut. Vielleicht nur ganz kurz, was für Alert-Möglichkeiten ich hier noch habe. Ich habe hier unter View, es gibt hier unterschiedliche Sachen, vielleicht nur zur Info, diese Warnmeldung da oben ignorieren, funktioniert trotzdem. Ich habe hier viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann nicht nur externes System abbilden oder abfragen. Ich kann hier sagen, okay, Block IP. Im Wesentlichen bin ich dahergegangen mit dem Block IP. Ich habe meine Conditional Access Policy angelegt mit Named Location. Der Conditional Access Policy habe ich gesagt, okay, alle Named Location mit dieser IP-Adresse, die eingetragen sind, werden geblockt im Azure-Portal und Office 365. Wenn ich das jetzt da ausführe, würde nachher in dieser Named Location diese Public IP-Adresse dazukommen und der User kann sich nicht mehr anmelden im Azure-Portal. Oder ich kann hier auch hergehen, Block User und Revoke Session. Gehen Sie Azure Active Directory, block den User, remove him the session und er ist draußen. Das ist alles hier dann auch dementsprechend möglich. Das sind jetzt alles Task bzw. Playbooks, die ich manuell ausführe. Ich kann natürlich hergehen bei der Azure Sentinel, bei der Azure Analytics Rule und dann bin ich gleich fertig. 45 Minuten komme ich hin. Kann natürlich bei der Scheduled Rule hier drinnen auch, das möchte ich ganz kurz herzeigen, da bin ich vorher ausgesprungen, ganz bewusst, kann ich auch sagen, okay, Automatic Response, ich möchte sofort, wenn dieser Incident auftritt, möchte ich zum Beispiel vom Virus Total die Reputation bekommen von der IP-Adresse. Oder ich möchte sofort, würde jetzt nicht unbedingt machen, Block IP und Revoke Session, weil man sich Admin anmeldet, versehentlich oder halt eben falsch daherkommt, könnte ich mich blöderweise aussperren. Es sei denn, ich gebe den Admin zum Beispiel in eine Watchlist als Excluded dazu. Ne? Aber nur, dass ihr es einmal gesehen habt, ich habe die Variante, dass ich halt eben ein Playbook automatisch exekutieren kann. Oder es gibt aber auch die neue Variante. Und zwar sehen wir hier unten Automation. Hier wird man auch wieder die Playbooks sehen, die hier halt eben zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch Automation Rules. Das ist auf Preview aktuell noch, wo ich hergehen kann und kann sagen, ich möchte auf einen gewissen Analytics-Rule, auf einen gewissen Incident reagieren, in dem Fall auf Azure, also ACB, AIP, Risky User. Wenn das auftreten sollte, ein Incident von daher kommen sollte und ich habe nur Filterung gemacht auf einen gewissen User mit der User-ID, möchte ich gleich in Automation den Status ändern von New of Active, möchte sofort einen User zu assignen, einen Tag zum Beispiel setzen und zu guter Letzt möchte ich vielleicht noch ein Playbook noch aufrufen. Wichtig, was ihr hierbei wissen müsst, wenn ihr Playbooks über Automation Rules starten müsst, müsst ihr einen anderen Trigger verwenden. Wir sehen das hier, wenn wir auf Playbooks zurückgingen, sehen wir es hier relativ deutlich. Das ist ein Azure Sentinel Alert Trigger, den kann ich auch nur verwenden für Alerts. Und der obere ist Azure Sentinel Incident Trigger. Also wenn ich halt quasi diese Variante hier verwenden muss, muss ich ein Playbook erstellen und halt eben diesen Azure Sentinel Incident Trigger auch dort verankern, weil sonst sehe ich das Playbook gar nicht. Gut. Zeitlich ganz gut. Eins, was mir noch ganz wichtig ist, was ich noch herzeigen möchte, und zwar die Community. Wenn wir hier auf Community gehen, wie vorher schon erwähnt, ihr müsst nicht alles selbst neu erfinden. Es gibt hier Unmengen an Informationen in der Community, ob das jetzt der Dashboards sind, ob das jetzt Hunting Queries sind, die halt eben von Microsoft oder Community gebaut werden, ob das Playbooks sind, die waren nicht alles selbst gebaut, aber da sind auch einige Playbooks fix fertig drinnen. Und wenn wir sie hernehmen, Block Exchange IP zum Beispiel, keine Ahnung, was das jetzt genau macht, habe ich jetzt noch nicht implementiert, aber hier haben wir zum Beispiel, die machen das Leben schon so einfach, ich klicke hier einfach auf Deploy to Azure, dann wird das als ARM-Template an Azure übergeben und ich sage, fülle das aus und fix fertig konfiguriert. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, dass man halt dann sehr schnell auch hier eine funktionierende Sentinel-CM-Umgebung mit so einer Lösung dazu anbinden kann. Okay, ich schaue noch ganz kurz. Im Chat ist, glaube ich, nichts an Fragen drinnen. Nein? Ja. Kommt darauf an, was für ein Service Desk Tool das du haben willst. Normalerweise kannst du das alles über LogicGap dann auch abbilden. Über APIs, über PowerShell Skripte, was auch immer dann auch, dass du dort dann auch das Incident Handling noch hast. Ne?
Genau. Und System Center Service Manager, genau. Also, ja, das Microsoft-Produkt System Center Service Manager und der dritte, keine Ahnung, wie das jetzt halt. Aber das geht einmal, dass du mal die direkt anbindest oder du beschreibst dort deine eigenen APIs. Aber normalerweise ist es halt so, dass diese Incidents, die da drinnen erzeugt sind, ist ja nichts jetzt da direkt für den Helpdesk. Normalerweise bearbeitet das ja ein eigenes SOC-Team. SOC-Team arbeitet nur mit denen in Wirklichkeit. Ne? In weiterer Folge, dass ich sage, okay, ich habe zum Beispiel eine Aktion ausgeführt, ich sperre den User, weil ich als SOC draufgekommen bin, dass der User vielleicht gehackt worden ist, das Passwort ist gehackt, dann kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, jetzt exekutiere das, der User wird gehackt und es wird aber zum Beispiel in einem anderen ServiceNow-Ticketsystem auch ein Ticket hinterlegt, warum das gemacht worden ist. Aber sonst ist eigentlich das SOC-Team nur für das Produkt nachher zuständig. Ja? Die IP-Adresse, die geblockt wird. Also die Frage war, wie man dann nachher, wenn ich eine IP-Adresse blocke, wie ich dann nachher die Information aus SOC-Team bekomme, welche IP-Adressen jetzt eingetragen sind. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, sage ich auch ganz kurz wieder her. Gehen wir einfach auf den Incident. Und ich möchte diese IP-Adresse jetzt da tatsächlich auch wirklich blocken. Ich gehe jetzt auf den Incident und sage, okay, nehmen wir die da. Ich klicke hier jetzt auf den Incident drauf, gehe auf Alert. View und sage, okay, ich möchte jetzt diese Block-IP ausführen. Genau das gleiche Spiel in Wirklichkeit wieder. Er schreibt in Named Location, klicke Refresh, kriege ein Comment und da steht drinnen, welche IP-Adressen aktuell eingetragen sind. Also ich hole mir dann auch die Informationen wieder zurück. Das kann ich überall machen, in Wirklichkeit. Ne? Ich kann auch die Informationen weiterschicken an ein Incident-System, was auch immer ich machen möchte. Ne? Oder, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, sollte sich eh noch ausgehen, was ich auch noch zeigen wollte, ich habe hier einen dritten Incident, und zwar Conditional Access Policy Changes. Ganz ein heißes Thema, wenn ein Hacker kommt und mein System drinnen ist, will er natürlich dann auch weiterkommen, will er vielleicht dann auch auf einen anderen Devices auch daherkommen, und in vielen Fällen wird dann auch Conditional Access Policy geändert. In meinem Umfeld habe ich jetzt da eine Conditional Access Policy Change, ich möchte wissen, was ist denn geändert worden, ne? Seht es natürlich auch dementsprechend wieder auf die Entitäten. Sentinel Admin hat zum Beispiel die Demo-Policy und er hat die abgedatet. Kriegt natürlich auch weitaus mehr Informationen raus. Und ich möchte aber jetzt da, als SOC-Team, habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, dass ich nachschaue, in irgendeinem anderen Ticketsystem ist das ein geplanter Change gewesen. Ich möchte aber beim IT-Personal, die halt eben für das zuständig ist, möchte ich nachfragen, ob sie das wirklich geplant oder ist das vielleicht was anderes passiert gewesen. Jetzt kann ich hier auf Alert gehen. View, so Conditional Access Policy Changes, exekutiert es. Was wird jetzt da gemacht im Hintergrund? Im Hintergrund läuft die Logic App, schickt eine E-Mail an einen gewissen Mailverteiler und sagt, hast du das geändert? War das ein Plan-Change oder keiner? Jetzt habe ich ganz bewusst hier Mailing offen. Ich möchte es auch kurz herzeigen. No. So. Ich habe eine E-Mail bekommen. Da steht drinnen, um was geht es denn? Das ist die Conditional Access Policy, irgendwo Demo Policy. War das ein Plan-Change oder nicht? Und jetzt habe ich hier unten zwei Button. Dieses Playbook läuft. Das wartet so lange, bis dass ich jetzt eine Antwort gebe. Ich habe jetzt hinterlegt einen Tag maximal. Wenn es noch einen Tag noch immer keine Response gibt, dann wird das SOC-Team auch informiert. In dem Fall sage ich, ja, okay, wir haben das gemacht. Das war ein geplanter Change. Das ist ja aufgerufen. Ich gehe zurück aus SOC-Team, gehe in den Incident, mache hier einen Refresh, habe einen Comment drinnen und da steht drinnen, ja, hier ist jetzt ein bisschen unglücklich, das ist ein geplanter Change gewesen. So kann ich auch dann auch mit anderen Fachabteilungen dementsprechend kommunizieren und kann sagen, ist das jetzt geplant oder nicht geplant gewesen. Oder anderen Systemen eintragen. Also wirklich, ich habe noch keinen
keine Limitierung gesehen, was nicht geht. Okay, lass mal zum Ende kommen. Recap. Was haben wir sich angeschaut? Azure Sentinel ist ein Pass-System, ist ein Built-in-Pass-System in Azure. Ich brauche mich nicht kümmern um Hardware drunter, um Sizing drunter. Pay-as-you-go, Pass-System. Ganz wichtig. Es ist hoch verfügbar, logisch. Wir haben eine gewisse SLA, die wir erreichen können. Es ist hoch skalierbar. Das System wächst mit meinen Business-Anforderungen mit. Und ich habe hier natürlich, wie wir auch gesehen haben, besser Investigation und Analyse für Security Issues. Da bin ich jetzt nicht ins Detail eingegangen. Wir könnten hier auch investigieren. Ich kann mir hier auch Verknüpfungen erstellen lassen. Also ich sage, okay, der Admin hat sich angemeldet. Wo hat er noch weitere Schritte gesetzt? Und warum? Und natürlich ganz zum Schluss jetzt auch, das ich hergezeigt habe, Automation Options. Also nahezu kein Limit. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Wenn es noch Fragen geben sollte, ich bin natürlich jetzt nach wie vor noch da. Ihr könnt es mir auch gerne in den Chat schreiben oder jetzt kurz unmuten, weil sonst würde ich nämlich weitergeben. Markus Bell, der jetzt das Thema Azure Security Center präsentieren wird. Ja, wir sind gerade dabei, umzustecken. Das heißt, es kann noch eine Sekunde, Stunde dauern. Ich hoffe, man hört mich. Sehr gut. Im Saal hört man mich, das ist gut. Ja, schönen Nachmittag oder Abend schon. Mein Name ist Markus Bell, wie vom Hannes bereits angekündigt, darf ich jetzt in den nächsten paar Minuten das Azure Security Center, ausschalten, Azure Security Center darstellen, beziehungsweise kurz erklären und euch ein paar Demos dazu zeigen. Ich schalte nur ganz schnell noch die Kamera ein, damit mich die Kollegen online auch sehen. Ich share aktuell noch nicht mein Bild, das kommt auch noch nicht. Bin gerade dabei, einen Moment. Kommt sofort. So, besser? Gut. Also, schönen Nachmittag, schönen Abend. Mein Name ist Markus Bell. Bin bei der Microsoft Spezialist für Apps und Infra. Das heißt, alles, was rund um die Infrastruktur, alles, was rund um Infra- oder App-Modernisierung oder diverseste Security-Themen handelt, darf ich quasi als Specialist begleiten. Ich bin im Corporate-Team zu Hause, das heißt vom Mittelstand bis ja, obere Segment der Kunden, also nicht Enterprise, und möchte euch heute zeigen, wie Azure Security Center ausschaut. Im Wesentlichen ist das Security Center aus zwei Komponenten oder lässt sich in zwei Komponenten zusammenfassen. Nämlich das eine ist die Security Posture, also quasi der Stand oder die Haltung der Security, also einfach zu wissen, worum geht es. Einerseits der Secure Score, das heißt Policies, Compliance, wie schaut es in meinem Unternehmen aus oder wie schaut es in meiner Security-Bereich aus? Und der zweite Punkt ist natürlich das aktive Schützen von Ressourcen. Und das ist jetzt nicht immer zwingenderweise nur für Server, sondern ist mittlerweile schon sehr weitläufig gegangen im Sinne von native Cloud-Workloads, Nanuna, das wissen wir eh, Database und Storage, IoT-Devices genauso. Ja. Und ein paar Details kommen dann noch weiter. Wie schaut das jetzt eigentlich aus, so im Detail? Wie schaut so eine Architektur aus? Wenn man sich das anschaut, mal ganz unten On-Premise-Umgebungen, auch die kann ich anbinden. Cloud-Umgebungen natürlich kann ich auch anbinden, das ist schon logisch. Aber eigentlich reden wir jetzt von Windows-Servern oder und Linux-Servern. Okay. Das heißt, mit denen möchte ich irgendwas machen. Was passiert da? Ich versuche das quasi so zu normalisieren, zu anzureichern und Informationen zu bekommen und das Ganze in einen Scalable Log hineinzuschreiben, dass ich das einmal auf jeden Fall mitbekomme und damit etwas weitermachen kann. Das ist einmal der eine Teil. Das heißt, ich muss etwas fassen, um es analysieren zu können, weil dann kommt nämlich die ganze
Möglichkeit, da weiterzuarbeiten, auszuarbeiten, beziehungsweise zu exportieren, beziehungsweise mir manuelle Schritte dahinter zu leisten. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht immer notwendig, aber ist schön, wenn man es hat, das ist das eine. Aber das Wichtigere an der ganzen Sache ist eigentlich der obere Teil. Man sieht hier recht schön an den Pfeilen. Nach dem Anreichern oder Normalisieren wird es einerseits gelockt. Das ist auch wieder ähnlich wie beim Sentinel der Log Analytics Teil von Azure. Und oben kommt der Security Analytics Bereich. Das heißt, da kommt die Logik dahinter. Was passiert? Wer ist das? Es werden Threat Detections gemacht, beziehungsweise diverse Themen analysiert, damit man schauen kann, worum es geht. Das ist im Wesentlichen eigentlich die ganze Logik dahinter. Das Ganze geht dann noch weiter. Aha. Sollte weitergehen. Natürlich auch für Netzwerk- und PaaS-Ressourcen. Also wenn man sich das hier in der Mitte anschaut, einen Augenblick, hier in der Mitte, dann habe ich hier natürlich auch die PaaS-Ressourcen, Datenbanken oder dergleichen oder Storage, auch hier anzubinden und genau in dieses gleiche Segment hineinzugeben. Und schlussendlich landet es wo? Mehr oder minder in einem Security Center, wo ich einerseits ein Dashboard habe, andererseits aber auch Actions oder Security Actions tätigen kann, wo ich sage, okay, ich habe ein Alerting dahinter und ganz wichtig, ich kann halt weitere investigative Tools anbinden, wie zum Beispiel Sentinel. Oder ich kann über die REST API einsteigen. Oder Automatisierungsmethoden anschließen. Es passiert irgendwas, dann wird irgendwas gemacht. Das geht relativ schön, relativ schnell, relativ einfach. Das Wichtige ist, es ist eine Plattform. Ich muss den Bereich nahezu gar nicht verlassen. Ja. Kann ich, muss ich aber nicht. Gut. Ja, kommen wir jetzt einmal zu diesem Strengthen der Security Posture. Was ist darunter, was kann man sich darunter vorstellen oder was ist das eigentlich? Das ist im Wesentlichen nichts anderes, einen Secure Score für Ressourcen darzustellen, beziehungsweise für meine Cloud oder On-Premise-Server darzustellen und zu verwenden, beziehungsweise anzuzeigen und daraus einen Rückschluss ziehen zu können. Wie zum Beispiel hier. Ein Security-Score von 50% ist jetzt immer gar nicht so schlecht. Das heißt, meine Ressourcen verhalten sich in Summe so weit, dass sie schon halb so gut wie 100% sind. Das heißt, ich habe möglicherweise nur noch ein paar Schritte zu tun, um dieses Score zu heben. Wie man dazu hinkommt, zeige ich euch später in der Demo. Also, das heißt, auch hier gibt es die Möglichkeit, einerseits zu sehen, andererseits aus der Secure Score heraus dann die Action zu setzen, um die Score zu verbessern. Okay? Der zweite Punkt ist natürlich dann alles, was so in die Organisation hineingeht. Es ist nicht nur, dass man sagt, okay, ja, Secure Score weiß ich, ja, aber ich muss ja irgendwas setzen. Ich kann es manuell setzen, ich kann es vielleicht als Policy vorgeben. Dann ist genau hier die Security Policies für die Organisation oder den Tenant oder die Subscription zu setzen über Management Groups, beziehungsweise spielt das in die Management Groups hinein. Und ich kann zum Beispiel sagen, was passiert mit einer neuen Maschine, wenn kein Antivirus drauf ist. Kann ich automatisch, wird irgendwer provisioniert mit der Maschine und ich möchte wissen, einerseits möchte ich es wissen, was passiert, vielleicht kriege ich einen Alert, das ist okay, aber eigentlich sollte dann im Endeffekt auch was passieren, nämlich im Sinne von, da sollte ein Antivirus drauf, ja, oder enabled werden oder dergleichen. Also hier unterstützt mich bei meinem Business oder Rhythm of Business einfach hier schneller und effizienter zu sein. Automation habe ich schon erwähnt. Die Themen, glaube ich, haben wir in der letzten Session zuerst besprochen. Hier passt es ganz gut. Azure Log Analytics, eine Basis. Azure Logic Apps, war vielleicht auch die Frage, geht auch. Microsoft Teams, wissen vielleicht die wenigsten. Also ich kann über Microsoft Teams auch hier quasi das Pendant zu Logic Apps oder Power Automate, kann ich hier mit Microsoft Teams direkte Action setzen. Ich kriege eine Notifikation am Handy, irgendwas ist passiert, ich drücke drauf, so ähnlich wie es der Johannes das er gezeigt hat, im Sinne von geplant oder nicht geplant, provisionieren, fixen, kann man auch in Teams integrieren. Geht genauso gut in Outlook, geht aber auch in ServiceNow und in Slack. Ja? Gut.
Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass das ganze System relativ starr ausschaut oder relativ vorgegeben hat. Ich habe ein paar Recommendations, die kann ich einhalten. Der nächste Schritt darüber hinaus ist, es passen zum Beispiel nicht immer die ISO 27001, 2013 für mein Unternehmen. Aber ein, zwei, drei Komponenten würden vielleicht für andere, für mein Unternehmen auch Sinn machen. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mir quasi eigene Policies zu schreiben bzw. herzunehmen. Andererseits aber auch hier die Möglichkeit, Recommendations, zeige ich euch nachher, wie das ausschaut, Recommendations heranzuziehen bzw. zu kombinieren. Und in Wirklichkeit kann ich das entweder sharen oder kann man auch genauso von der Community schon bereits vorhandene herholen und die verwenden. Das heißt, alles, das ganze Portfolio, nämlich nicht nur, dass man sagt, Access, Network, Applications, sondern auch die Container, SQL, IoT soll als Ganzes das Security-Bild oder die Security-Posture verbessern, um eben für Kunden bzw. für Unternehmen die Möglichkeit zu schaffen, einen gesamtheitlichen Blick zu haben, ja? Und das eben diese Security zu verstärken. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil von Azure Security Center, die ganze Protection against Threats. Das ist ja quasi das Doing dann dahinter. Das heißt, ich habe hier, habe ich schon gesagt, für Servers, native Cloud-Workloads, Datenbanken und so weiter. Gehe ich jetzt nur im Detail auf die einzelnen Komponenten ein. Das heißt, wir können Linux, Windows, andere Cloud, sofern das notwendig sein sollte. Wir können aber auch On-Premise-Komponenten anbinden über einerseits bei Linux ist es ein Agent, der installiert werden muss. Bei Windows ist es quasi Built-in. Defender ATP bzw. Defender Produkte. Ich kann hier nicht nur zu schützen, sondern ich kann einfach auch Behavior, also analytische Fakten oder Informationen bekommen. Ich kann aber genauso gut ein Whitelisting machen, bzw. halt zu sagen, okay, das ist halt für mich in Ordnung in dem Fall. Ja. Das waren Windows. Was gibt es noch? Built-in Vuln Assessments für VMs. Also auch hier die Möglichkeit über das Standard Funktionalität, es kommt frei Haus, habt ihr eben die Möglichkeit hier verschiedenste Vulnen euch zu bekommen, nach denen gemessen wird, wo Actions gesetzt werden können, wo Alertings dahinter gesetzt werden. Das heißt, das ist schon diese ganze Information bereiten wir euch schon vor und ihr braucht euch nur noch daran halten, beziehungsweise wird dahingehend gemessen. Qualys ist die Engine dahinter, für die, die es nicht wissen, sieht man dann im Security Center. Was auch ganz neu dabei ist Azure Registry oder Container Registry, sieht man hier, ja, einerseits, aber auch AKS wird jetzt mitgeschützt und das jetzt nicht nur von oben drauf, sondern auch hinein, um zu schauen, okay, mein AKS-Image in der Registry, ist das beim Deployen, ist das sicher, ist das in Ordnung, ist es sauber oder hat sich irgendwas hineingeschlichen. Ja. Auch das wird jetzt seit kurzem unterstützt. Genauso wie die neuen Funktionalitäten eben Datenbanken, nicht nur SQL, ja, da tun wir uns leicht, MySQL, Postgres, aber auch jetzt ganz neu direktes Storage an und für sich, Azure Storage. Ja, das nochmal zusammengefasst, eben SQL, Malware und Threat-Analyse beim Keyword. Das ist ja der ganz neueste Teil, der dazugekommen ist. Und ein Thema, das mir besonders gut gefällt, ist jetzt so diese ganze IoT-Geschichte, weil es jetzt nicht nur infrastrukturlastig ist oder PaaS-lastig ist oder Cloud-lastig ist. Man hat auch hier die Möglichkeit, sieht man das? Bei euch sieht man das vielleicht nicht so gut, eben die ganzen Edge-Devices anbinden zu können. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, Security für IoT zur Verfügung zu stellen, bereitzustellen und das relativ schön und einfach in das Security Center einbinden zu lassen, beziehungsweise eine eigene IoT-Security bauen zu können. Gibt es dazu Fragen? Das ist Azure Defender für IoT, richtig, genau. Also die Frage war, ist das Defender für IoT? Ja, das ist Azure Defender für IoT. Gut. Ja. Ja, natürlich.
Also, das ist nicht, es gibt zwei Tiers, eines Standard-Tier, komme ich zum Pricing, komme ich noch ganz am Schluss, das ist immer am spannendsten. Deswegen, es ist auch, vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, fairerweise muss ich sagen, dieses Szenario ist nicht ganz einfach für den Kunden. Microsoft tut sich da immer sehr leicht, den Kunden mit der Preisstrategie zu verwirren. Einmal ist es drinnen, dann ist wieder ein Teil nicht drinnen. Wenn es da Fragen gäbe, bitte einfach her zu mir, alles durchschicken. Es ist nicht immer ganz transparent, vor allem wenn man es im Azure-Kalkulator eingibt. Also das darf man schon an der Stelle schon sagen. Gut, im Wesentlichen geht es eigentlich darum, die ganze Workload zu schützen. Und es ist egal, was für eine Workload es ist. Es geht darum, dass das, was in der Cloud, in On-Prem oder in anderen Clouds läuft, zu schützen, zu kontrollieren, zu wissen, was denn abgeht in meinem Environment und das quasi in einem Single Pane of Glass, nennen wir Microsoft ist das ganz gern, um nicht dauernd switchen zu müssen in das eine Incident Tool, in das andere Tool, in andere Hersteller, die das auch gut können, haben wir hier im Raum, machen das ähnlich. Eine Management-Oberfläche, das macht natürlich Sinn, das ist, glaube ich, auch verständlich. Gut, das war es jetzt einmal schon zum allgemeinen Teil, zur allgemeinen Übersicht, weil das immer sehr, sehr, ich versuche das relativ schnell zu machen. Ich möchte jetzt euch noch ganz kurz zeigen, wie eine Demo ausschaut. Und ich versuche da jetzt ganz kurz die Präsentation zu unterbrechen. Ihr seht noch nichts, gell? Ich schalte nur um. Ich muss nämlich meine Monitore wieder zurückschalten, weil sonst seht ihr gar nichts. Das heißt, im Stream sollte man jetzt auch, nein, sieht man nicht, gell? Sondern wir machen das so. Ich share mal ganz kurz meinen Screen. Das heißt, im Stream sollte man jetzt das richtig sehen. Tue ich mal leichter mit dem Herzeigen. Passt das? Super, danke. Nochmal. Ah, ihr seht es. Wieso seht ihr das hier nicht? Hier ist es, nein. Ich hätte eigentlich gesagt, Duplikat. Na gut, machen wir es nochmal. Ja, das ist halt live. So, Display Settings kommen sofort. Ah, man soll auch Keep Accept Changes sagen. Moment. Noch immer nichts. Ja, Techniker Sachen, ich weiß. Moment, sofort. 1 und 2. Ich hoffe, es ist 1 und 2. So. Ja. Keep Changes. Das hätte ich sagen sollen. Gut, Keep Changes. Also im Stream sieht man es. Ihr seht es auch im Saal. Super, danke. Ich muss mir das noch ein bisschen richten, weil dann ist es für mich nämlich auch besser. Das ist es schon. Demo fertig. Danke. Nein, natürlich nicht. Also das ist, wenn ich jetzt auf Security Center, ich bin jetzt quasi auf Home, Security Center gegangen, um nachvollziehen zu können. Und genau diese Teile, die ich vorhin angesprochen habe, hier eben dieser Posture-Teil, Secure Score und die Compliance-Themen, aber auch die Threat Detection beziehungsweise den Schutz meiner Ressourcen, habe ich hier auf einen Schlag. Ihr merkt wahrscheinlich, wenn ich da drüber hover, dass sich das auch verändern lässt. Ich habe ganz oben am Anfang gleich meine aktiven Komponenten. Auch hier könnte ich nochmal hineintrillen und noch einmal hineinschauen. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, wie viele Subscriptions sind denn abgedeckt? Einerseits, welche Ressourcen befinden sich in allen Subscriptions? Wie viele aktive Empfehlungen habe ich denn zu tun, ja, beziehungsweise sind da? Und auch hier, ich finde das Alerting, würde ich persönlich immer in die Mitte oder weiter nach vorne stehen, es sind gerade 4 aktive Alerts. Das heißt, ich sehe, wenn ich einsteige auf die Oberfläche, sofort, dass ich keine 50% Score habe, so wie in dem Screenshot. Also es war nicht von meiner Umgebung der Screenshot, sondern ein anderer. Sondern ich habe 7. Ich sehe, dass hier zum Beispiel auf der rechten Seite unter Insights, ja,
hier schon einige Empfehlungen schon angezeigt werden. Ich sehe auch hier gleich, welche Regulatorien ich zur Verfügung habe. In dem Fall ISO 27001 und warum die 27001 2013. Komme ich, zeige ich euch nachher. Ich sehe aber auch, dass ich zum Beispiel meine Ressourcen zu 100% abgedeckt habe und auch hier keine Azure Firewall im Einsatz. Vielleicht gibt es ein besseres Produkt. Bin zwar nicht ganz davon überzeugt, aber ich darf nichts anderes sagen. Nein, Spaß beiseite. Alles ist gut. Solange es auf Azure rennt, ist alles gut. gut. Nein. Spaß beiseite. Man kann da natürlich hineingehen. Also ich habe hier zwei diese Subscription. Man sieht hier ganz oben, es ist nicht fully gecovered. Ich zeige euch dann, warum. Oder ich gehe gleich hinein und zeige euch, warum. Gehe nicht hinein. Fully covered geht nicht. Gut. Not gecovered habe ich keine. Ich kann hier dann auf meine Ressourcen zugreifen und sehe gleich, oh, da ist es rot. Ja. Und da ist genau der erste Ansatzpunkt. Okay, da gibt es 26 Ressourcen, 19 davon sind Anteil, die wenigstens null sind angemonitort, das ist, ich habe zumindest, und ich habe keine Subscription, die das außen vorlässt. Also von daher ist es okay. Und jetzt könnte ich da jetzt reingehen und sagen, okay, was ist da für eine Empfehlung? Ich möchte euch das nachher im Detail zeigen, gehen wir nämlich die Scores dann durch. Und auch hier bei den Scores habe ich die Möglichkeit, wieder auf Subscription-Ebene, vielleicht ist ja nur eine Subscription mit 7%, in meinem Fall sind wirklich beide Subscriptions mit 7% schlecht und auch hier komme ich wieder in alle Ebenen wieder zurück auf die Recommendations. Ich kann bei den Recommendations dann so weit hergehen und sagen, okay, ich enable, also eine Recommendation wäre MFA zu enablen für die Subscription. Morgen nicht, weil sonst sperre ich mir selber aus, weil ich bin jetzt kein Global Admin. Ich habe aber auch eine zweite Recommendation. Alle Internet-Facing Virtual Maschinen sollten bitte die Ports disabled haben. Oder Just-in-Time Access enabled haben. Das würde ich auch hier unten dann sehen. Ja. Ich soll doch bitte den Log Analytics Agent installieren. Der wird jetzt rot angezeigt, weil diese Maschine natürlich nicht läuft und der Log Analytics Agent nicht schicken kann, dementsprechend. Deswegen ist das rot hier. Ja. Ich kann aber hier auch in weiterer Folge dann hineinschauen. Da gibt es irgendwelche Vulns. Und ich kann mir dann wirklich bis ins Detail anschauen, was passiert denn mit der Maschine oder was ist meine unhealthy Ressource. Ja. Und ich kann hier drei Actions setzen. Fixen, ja. Und dann gibt es ja auch wieder zwei Subkategorien, das ist so Quick Fix, dann wird es selber erledigt. Ja. Oder ich fixe es quasi manuell, kriege eine kurze Anleitung, was sind denn meine Remediation Steps. Hier gibt es zum Beispiel den Quick Fix Button. Ja. Oder ich mache es manuell, damit ich das nachvollziehen kann. Vielleicht muss ich es irgendwo beweisen in einem Ticketing-System. Da ist nicht gleich eine Frage. In einem Ticketing-System und ich muss die Schritte dokumentieren. Kann ja auch sein. Eine Frage? Die Frage war, ob man den Quick-Fix-Button schreiben kann. Die österreichische Antwort ist jein. Also dieser Quick-Fix-Button kommt von uns, kann nicht vorgegeben werden. Ja. Was man schon machen kann, ist Trigger eine Logic Apps. Ja. Ich kann Workbooks schreiben, da bin ich der Falsche, um diese Workbooks zu definieren. Der sitzt da drüben, der kann Workbooks. Ja. Ich zeige gerade auf den Johannes, meinen Vorredner, der kann das. Also auch hier wieder der gleiche Mechanismus. Workbooks oder Automatismen kann ich dazu attachen, kann ich selber bauen, kann mir selber schreiben und ich kann diese auch triggern. Im Sinne von, wenn etwas ist, wie in dem Fall, Vulnerability ist, a Vuln Assessment should be enabled on your virtual machine. Das heißt, wenn es hier keinen Quick Fix gibt, es gibt Ressourcen, die können das noch nicht, dann kann ich mir eine Logic App schreiben oder eine Azure Function schreiben und das als Aktion ausführen lassen, nämlich indem ich hier Trigger Logic Apps dann definiere. Oder ich lebe damit. Ja, kann ja auch sein. Ich sage, das ist bewusst so. In meinem Fall würde es sogar stimmen, weil die Maschine abgedreht ist. Ja, kann er nicht checken. Der Fehler ist okay. Ja. Abgedreht ist.
Das fällt raus nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise kann ich einstellen, ob es rausfallen soll. Ja, also das sind die zwei Punkte. Entschuldigung, die Frage an die Online-Kollegen und Gäste. Weil die Maschine abgedreht ist, beziehungsweise in dem Fall abgedreht ist, würde der Alert nach einer gewissen Zeit hinausfallen. Das Exempel hier haben wir gesagt, ich habe gesagt, alle Alerts drinnen lassen, das ist das eine, und das zweite ist natürlich, oder die eine Empfehlung, und das drinnen lassen. Und ja, das würde rausfallen nach einer Zeit, wenn ich das so definieren möchte. Kann ja auch sein, dass ich es nicht mache. Ich habe das Gleiche dann auch wieder, ich versuche jetzt immer hier nicht falsch verstehen, man kann immer aus jedem Menü ins nächste Menü und Submenü hin und her springen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einige Alerts bei meiner Web-App, zum Beispiel bei einer Pre-Attacke, und die kann ich mir dann auch hier in weiterer Folge anschauen. Ich kann mir dann die Full Details dazu anschauen und ich kann auch hier eine Action heraustun. Und ihr seht, das ist ähnlich wie das, was der Johannes zuerst hergezeigt hat. Ja. Im Endeffekt ist es das gleiche der gleiche Unterbau, dieses Incident-Response-Thema beziehungsweise die Analogie dahinter. Es muss irgendwas getan werden. Es schaut relativ gleich aus. Man sieht diese Links, die sind ziemlich ähnlich. Ich kann hier zum Beispiel, auch hier ist wieder die Frage in Richtung Logic Apps. Ich könnte jetzt hier eine Logic Apps dann triggern, beziehungsweise kann mir eine reinladen aus dem GitHub-Repo. Oder ich kann einfach sagen, das ist halt, geht jetzt nicht. Oder ich kann jetzt sagen, das ist halt für mich ein Alert, den ich erkannt habe. Und wenn der jetzt alle 1000 Mal kommt, dann habe ich 1000 Alerts, und ähnliche Alerts suppresse ich einfach, also unterdrücke ich. Und auch wieder hier zurück auf den obersten Link, ich bin wieder im Portal. Ich kann mich natürlich auf der Seite auch durchklicken. Also wenn ich da jetzt hineinschaue, welche Überraschung, ich bin wieder bei den Inventories. Wenn ich da hineinschaue in die Security Alerts, welche Überraschung, ich bin in den Security Alerts. Das heißt, alte Menüführung, wenn man so möchte, wenn man das gewohnt ist, auf der linken Seite von Azure möglich. Ich kann aber sehr gezielt auch über das Dashboard hineingehen. Deswegen versuche ich das hier hineinzuklicken. Auch wieder hier, wenn ich in diesen Secure Score hineingehe, dann habe ich hier die Möglichkeiten, mich auf der Seite anzuschauen. Genug vom Secure Score. Was ich zuerst herzeigen wollte, ist die Recommendations. Weil das ist vielleicht für Firmen, die PCI DSS, also Kreditkartenunternehmen oder automatische Zahlungsverkehr, oder sich einfach in Richtung ISO entwickeln möchten. Ups, warum? ISO 27001 Controls sind deaktiviert, es wurden die 2013er ersetzt. Ja, durch die 2013. Ist eine aktuellere Version. Dementsprechend steht es auch da. Kann ich auch hier dann im Weiteren einbauen oder dazu bauen. Ich kann das natürlich alles downloaden, ich kann es managen, ich kann es hinterfragen beziehungsweise direkt anfragen. Aber jetzt würde ich gerne mal reinschauen und sagen, okay, wie schaut denn so eine Control aus? Das sind die ganz normalen ISO-Controls, die es zu finden gibt. Und zu jeder Control gibt es irgendwie eine Maßnahme. Und auch hier kann ich dann sagen, Management of Privileged Access Rights, Control Details könnte ich mal anschauen. Auch wieder hier haben wir dieses MFA, was ich vorher erzählt habe. Hätte ich gerne draußen, beziehungsweise hätte ich gerne enabled oder sollte enabled sein. Ich kann auch hier gleich draufdrücken, bin dann wieder bei der Control. Sehe dann quasi die Subscription, in dem Fall ist es Demon Tools. Und zufälligerweise hat der Markus Bell von der Microsoft Zugriff auf diese Subscription beziehungsweise auf diesen Tenant. Und ihr seht, ich bin jetzt in meinem privaten Tenant und nicht in der Microsoft Tenant. Weil ich habe da alle eine NDA unterschrieben, deswegen darf ich euch das nicht zeigen. Na, Spaß beiseite. Das ist ein Control, der laut ISO 27001 2013 nicht erlaubt sein soll. Wie macht man sowas? Über Azure B2C Connector zum Beispiel. Ja, also dementsprechend wird das hier angezeigt und wird angeschlagen. Und ich könnte jetzt hier auf Continue sagen, ja, und kann dann da direkt in das Role Assignment hineingehen und in den zu dem User hingehen und kann den User das Recht wegnehmen. Oder kann den User ganz entfernen. Ich könnte aber auch eine Logic App schreiben oder in den Sentinel hinein reporten, der das auch triggert und dann eine Maßnahme zieht. Okay. Und ihr seht, ich verlasse eigentlich von der Menüführung hier ganz oben, verlasse ich nie wirklich
Das Security Center. Ich habe immer die Breadcrumb zurück im Security Center. Ja, ich bin immer wieder im Security Center und bin dann dort, wo ich losgegangen bin. Also das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, weil Security Center Dashboard und dann gehe ich tiefer und tiefer, tiefer, tiefer. Wenn der Monitor größer wäre, würde man sehen, dass, auf der Seite, dass er Seiten aufmacht und weitergeht. Ja. Gut. Azure Defender, glaube ich, gibt es auch nicht viel zu sagen, ist auch wieder hier abgecovert, beziehungsweise hier wird auch wieder übersichtlich dargestellt, was ist denn drinnen? Das ist das eine, was ist geschützt? Warum ist jetzt der Ressourcenmanager für Subscription nicht oder der DNS für Subscription nicht gecovert? Das war, wenn Sie sich erinnern, not fully gecovert, meine Subscription, beide Subscription waren not fully gecovert, weil ich einfach hergegangen bin, habe unter Pricing Settings bei der Daemon Test, das ist ein bisschen mühsam dargestellt, habe ich zum Beispiel diese Schieberegler hier, ja, habe ich aktiviert, aber Ressourcenmanager und DNS habe ich jetzt nicht aktiviert. Und auch das zahle ich jetzt nur. Ich springe jetzt ein bisschen vor ins Pricing, ja, aber auch das zahle ich nur dann, wenn ich jetzt das aktiviert hätte und dann DNS-Query oder ein DNS-Traffic-Manager oder sonst irgendwas vorgeschlagen, dann würde ich das zahlen. Habe ich hier zum Beispiel kein, was habe ich nicht, eine Azure SQL-Datenbank, dann zahle ich, das Service ist aktiv, ich zahle aber dafür nicht. Okay. Und die Unterschiede, die ihr hier seht, das ist Azure Defender Off, also Continuous Assessment beziehungsweise die Recommendations, die ihr seht, aber auch Secure Score kommt immer gratis mit. Das Full Package gibt es dann auf der Standardversion. Okay. Gut. Wir sind jetzt relativ schon tief in diesen Defender-Plan hinein. Ich kann auch wieder hier natürlich dann mein Auto-Provisioning machen. Ich kann hier diverseste Einstellungen machen. Das war das, was ich gesagt habe mit diesem Heartbeat auf der Slide, mit dem Heartbeat. Was passiert, wenn? Was muss wo installiert werden, nehme ich Preview-Features dazu oder dergleichen. Auch wieder hier ein Overflow, beziehungsweise eine Management-Oberfläche. Ich habe hier die Integrations in CI/CD-Pipelines. Auch hier die Frage von vorhin, wo kann ich es denn integrieren? Auch ich kann es in meine DevOps-Umgebung integrieren, also ich kann es in meine Entwicklungsumgebung so weit integrieren, dass sogar der Code gecheckt wird, ja, oder malicious Code entdeckt wird, bevor er ausgerollt wird, hoffentlich. Ja, auch das ist die Möglichkeit. Workflow Automation, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht ansprechen. Continuous Export, wenn sich erinnert, diese Datenbanken beziehungsweise in der Power BI oder in der Excel hineinzugeben. Aber auch hier ein Cloud Connect und das würde ich gerne probieren jetzt schnell. Ich hoffe, die Zeit haben wir noch die Zeit. Würde ich noch ganz schnell probieren, weil wir haben ja gesagt, okay, On-Prem in Ordnung. Andere Clouds, wenn es denn unbedingt sein muss, damit man die Server leichter migrieren kann, gerne auch anbinden. Na, wir können natürlich GCP und AWS anbinden und das funktioniert im Wesentlichen eigentlich nichts leichter wie das. Ich habe hier quasi meinen Authentication Key, den habe ich schon mal vorbereitet. Moment, das ist nicht der Admin. Ja. Das muss ich nur schnell suchen. So. Und dann habe ich da noch das Passwort dazu oder den Secure Access Key. Das geht jetzt nicht mehr. Man bekommt, wenn man das noch nicht vorbereitet, der legt dann Security Principle im Azure Active Directory an. Deswegen habe ich die Möglichkeit, hier über Keys zu arbeiten und keinen Code oder keine Passwörter mitzugeben oder keine Benutzernamen zu verwenden. Dann kann ich das mit der PowerShell quasi provisionieren. Ich habe das schon gemacht. Deswegen gibt es diesen Button nicht. Da gibt es hier... Hier steht dann AWS Authentication über einen Service Principle oder einen Service Account, mehr oder minder. Magst du das nicht erstellen, kriegst du ein komplettes Skript, kopierst du in die Azure PowerShell, der provisioniert dir das, die GUID und das Passwort, also den Access Key und das Passwort, beziehungsweise, Entschuldigung, war ich zu früh. Da wollte ich ja, Entschuldigung, das ist das Security Principle, haben wir doch gedacht, dass es ist. Also Entschuldigung, nochmal zurück. Das war Access Key vom AWS-Account. Das heißt, hier gibt es eine IAM-Konsole, Zugriffsschlüssel mit Passwort. Das war das Richtige. Entschuldigung dafür.
Und jetzt die ARC-Konfiguration ist folgende, dass ich sage, ich möchte das in irgendeiner Ressourcegruppe in Nordeuropa machen. Und jetzt habe ich diesen Service Principle, den ich erstelle, das habe ich eigentlich gemeint, wo ich dann hier quasi die Informationen rauskopiere, in eine Azure Shell hineinkopiere, der erstellt man den Service Principle und dieser Service Principle sollte eigentlich auch hier drinnen sein. Service, da ist er, da ist er. Habe ich falsch kopiert. So. Überraschenderweise ist das eine GUI. Und hier auch noch das Passwort dazu. Und wenn es jetzt nicht auch noch alles falsch geht, man könnte einen Proxy-Server, wenn jetzt nicht direkt irgendwie, wenn ich das jetzt nicht direkt machen möchte, sondern weitergeben. Und dann sage ich quasi, Preview-Check schaut gut aus, create die Verbindung, das rödelt dahin und AWS ist angebunden. Und somit kann ich eine Verbindung mit AWS GCP Cloud machen, beziehungsweise Ressourcen machen, die nicht in meiner Umgebung sind oder in anderen Clouds sich befinden. Das tut jetzt ein bisschen, sollte eigentlich gleich da sein. Ja, ich weiß. Also, das ist beides eine Demo. Schau, es geht eh nicht. Ja. Gut, das ist wieder, ich habe es heute in der Früh ausprobiert, da ging es. Wahrscheinlich deswegen geht es jetzt nicht mehr. Aber ihr seht, ich habe hier im AWS den Zugriffsschlüssel, den Access Key eingestellt und habe ihn konfiguriert. Ja, und da gibt es eben Keeper und also Key und Passwort dazu. Der wird quasi rübergeschickt zu AWS und das Service Principle übernimmt die Arbeit, quasi als Service Account mit dem AWS Account zu sprechen. Da fehlt ihm jetzt eine Rolle offensichtlich, deswegen funktioniert das nicht oder ich habe vergessen, das zu löschen hier auf der Seite, das kann auch sein. Dementsprechend. Im Test hat es funktioniert, klarerweise, leider hier nicht. Ein Thema möchte ich noch vielleicht ganz kurz ansprechen, weil es hier auch schon ein paar Mal gefallen ist. Auch wieder hier, wir nennen es Security Solutions. Ja. Es heißt auch Non-Azure Servers, ja, kann ich hinzufügen. Es heißt auch NCM, muss nicht immer zwangsläufig ein Azure Sentinel sein. Also muss nicht immer zwangsläufig ein Azure Sentinel sein. Application Gateway, Web Application Firewall. Aber auch, man sieht es hier vielleicht nicht so gut, aber auch Dritthersteller. Das eine Logo fehlt mir von dem Kollegen, der da ist. Aber ich glaube, es geht auch. Forti kann man hier auch anbinden. Also auch hier die Möglichkeit zu sagen, nicht nur Microsoft-Produkte, ja, wir freuen uns, wenn ihr Microsoft-Produkte natürlich nehmt, nicht nur Microsoft-Produkte, sondern auch Dritthersteller bzw. Marktbegleiter, wenn man so möchte, im Security-Bereich. Ja? Gut, Pricing Setting, Security Policies habe ich schon gesagt, da will ich jetzt nicht so tief hineingehen, wenn es keine Fragen dazu gäbe. Ihr seht, im Wesentlichen ist es ein Recht, intuitives, ich habe das jetzt nicht lang geprobt, ich arbeite zwar immer wieder damit, aber ich bin jetzt auch nicht so nah mit dem Security Center. Es ist ein relativ intuitives Dashboard. Man findet sich leicht zurecht, vor allem wenn man weiß, ich finde wieder aufs Dashboard zurück und fange von dort wieder an. Ja. Also das hat mir meistens geholfen. Vielleicht noch eines, wenn wir hier das Pricing noch gesehen haben oder hier das Pricing sind. Die ersten 30 Tage sind gratis. Also ihr könnt das aktivieren, also keine Sorge. Ihr könnt hier, wenn ihr das noch nicht aktiviert habt, bei euren Subscription könnt ihr das aktivieren. Die ersten 30 Tage sind gratis, bekommt ihr alle Funktionalitäten zum Herumspielen. Dann ist es konfiguriert und dann steht es da, so wie es mir passiert ist. Hier steht dann nicht on, sondern expired. Und ich stehe da und denke mir, was ist mit meiner Demo los? Das funktioniert nicht mehr. Ist mir eingefallen, ich habe die Trial aktiviert. Ja. Das heißt, die Services bleiben noch, ich kann sie nur nicht steuern. Das heißt, aktiv, entweder aktivieren im Sinne von jetzt freischalten, das geht.
und hier die Möglichkeit, einmal zu schauen und zu fühlen, wie sich das anfühlt. Gut, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, ich bleibe da jetzt gleich da bei der Slide, damit das vielleicht auch leichter ist für euch zum Schauen. Ich muss ihn nicht umschalten. Was ist denn da drinnen? Ja, eigentlich die Unique Intelligence. Der Johannes hat schon gesagt, Machine Learning ist im Hintergrund, Threat Intelligence ist da im Hintergrund und ein Behavior Analytics, natürlich all das, was man braucht, um weitere Schlüsse bzw. auch Informationen herauszubringen bzw. dann auch diverse Dinge zu tun. Und Überraschung, Überraschung, was wird dahinter stehen? Der Intelligent Security Graph, der nicht nur Bing nimmt, was nehme ich noch, Windows, Xbox, Azure Funktionalitäten integriert. Also da wird gesammelt, Verhalten, Anomalien, Besonderheiten, E-Mails, die vielleicht Spam sind oder irgendwelche komischen Marks haben. Das wird alles gesammelt in den Security Graph, wird angereichert, normalisiert, dann auf die Services, die ihr dazuschaltet oder aktiviert. Und um daraus eben einerseits ein Sentinel bauen zu können, andererseits natürlich das Ganze auch in ein Azure Security Center einzubauen bzw. zu verwenden. Ja, dann gibt es noch zum Sagen, das Pricing, ihr habt es eh schon hergezeigt, ich sage euch jetzt nicht, was es kostet, der Server kostet $15, dann gibt es die Plattformen noch $15 pro Service. Hier unten habe ich den Link hineingetan, ja, zum Pricing, das ist das eine, aber man sieht es auch hier, das Free-Tier ist halt die Basisfunktionalitäten plus 30 Tage dazu, dann die Standard-Tier und danach mit die ganzen fancy Features kriegt man halt mit der Standard-Version. Okay. Und falls es euch noch interessieren sollte, dann lasse ich euch noch diesen Link hier da oder diese Slide drinnen. Auch hier gibt es eine GitHub-Community beziehungsweise einen YouTube-Channel beziehungsweise, was ich ganz cool finde, ist die Azure Security Expert Series. Das ist eine Microsoft-gehostete Plattform, wo es halt wirklich nur um Security geht. Mit Video, mit weiterführenden Links, Informationen dazu. Die drei Links haben mir im Lernen des Security Center beziehungsweise besser verstehen von Security sehr gut geholfen. Und GitHub ist halt ja Community, wo man halt wirklich viele Playbooks und Templates bekommt und sich ausdrucken kann. Bleibt mir noch zu sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, es war das eine oder andere spannend dabei. Wenn es noch Fragen geben sollte, dann entweder jetzt oder nimmer. Und ansonsten würde ich an den Patrick übergeben. Dankeschön. So, okay. So, ihr hört's mich. So möchte ich das nicht. Ja. Seht ihr was? So, ich share jetzt den Monitor. Passt. Ihr seht was und ihr hört was. Ausgezeichnet. Ja, danke, dass ich heute da sein darf. Danke fürs Organisieren. Immer nett, dass man so eine Möglichkeit hat, sich da auszutauschen. Super, dass fast noch alle dabei sind. Zur später Stunde. Kurz zu mir, Patrick, mein Name. Ich bin jetzt seit gut 5 Jahren bei der BaseIT. Bin dort für die Themen Modern Workplace und Security verantwortlich. Ich sehe gerade, da habe ich noch die
die alte Bezeichnung. Das heißt, was machen wir im Team? Wir kümmern uns großteils um Endpoint-Management. Das heißt, wir bauen Windows 10 Clients, wir bauen Serverumgebungen, wir kümmern uns oder wir beschäftigen uns mit STCM, Config Manager, Endpoint Management, Intune, all dieses Thema, Azure Virtual Desktop ist ein Thema und natürlich auch Security. Das heißt, wir versuchen Endpoints zu bauen, die nicht nur funktionieren, sondern die auch sicher sind. Genau, das ist es so im Wesentlichen. Worum geht es heute? Warte mal, jetzt muss ich noch schauen, dass ich da jetzt die richtige... Ja, genau. Worum geht es heute? Heute geht es um den Defender for Endpoint. Wir haben jetzt eben heute den Security-Fokus und haben jetzt die zwei, ich sage mal so, die zwei großen oder sehr großen Produkte haben wir schon gesehen, haben wir gehört. Und Defender for Endpoint ist jetzt so das dritte Produkt, das da dazugehört und soll sich eben um den Endpoint kümmern. Wir schauen uns an, was der Defender for Endpoint ist, was er macht, wie er funktioniert. Was es hier für Neuerungen gibt, es gibt da seit, glaube ich, zwei Wochen ein Lizenz-Update. Das heißt, früher war das ein E5-Feature, mittlerweile ist es auch ein Feature für kleinere Lizenz, in kleinere Lizenz-Bundles auch dabei. Was hat sich hier geändert? Wie schaut der Microsoft 365 Defender jetzt aus? Und was ist hier so der wesentliche Vorteil? Discovery schauen wir uns an. Wichtig ist, wir haben unsere Clients, wir haben jetzt dann erfahren, dass wir die Lösung mehr oder weniger überall haben wollen oder überall verwenden wollen. Das heißt, wir müssen sie auch schauen, dass wir sie überall rausbekommen. Es gibt ein sogenanntes Onboarding und da gibt es ein paar Tools, die jetzt in letzter Zeit dazugekommen sind, die mich hier unterstützen und die hier das Onboarding erleichtern sollen oder mir helfen sollen, dass ich auch wirklich eine gute Coverage habe, weil dieses Produkt bringt mir nur was, wenn ich es wirklich möglichst flächendeckend rausbringe. Ich lizenziere es auch mehr oder weniger für all meine User und für all meine Endpoints. Deswegen muss ich auch schauen, dass ich es überall draußen habe. Das ist in speziell größeren Umgebungen gar nicht so einfach. Das sehen wir immer wieder. Und da soll das neue Device Discovery helfen. Und dann gibt es einen Teil, den ich da noch ein bisschen rausgepickt habe. Das sind die ASR Rules, Attack Surface Reduction. Die gibt es auch schon relativ lange, sind aber meiner Meinung nach relativ unbekannt oder selten verwendet, sind aber sehr hilfreich. Und das Beispiel passt insofern ganz gut, weil es die aktuelle Sicherheitslücke gibt, 2021/40 3x4. MS-HTML-Sicherheitslücke gar nicht so, also ziemlich hoch bewertet, 8,8 glaube ich, CVSS-Score, also nicht ganz unkritisch, ist zwar gepatcht mittlerweile mit dem letzten Patch-Day, aber zum einen ist es halt so, dass ich wahrscheinlich immer noch Endpoints habe, die Updates vielleicht nicht bekommen oder nicht bekommen können. Zum anderen ist das Thema Patch-Management bei vielen immer noch ein Thema, das noch nicht... also vielleicht ist dieser Patch vom letzten Mal einfach noch nicht draußen. Und mit der ASR-Rule möchte ich euch dann einfach zeigen, welche Möglichkeiten ihr habt, hier immer wieder auf Möglichkeiten und auf Gefahren zu reagieren, auch wenn es zum Beispiel noch kein Update gegeben hat. Weil bei der Sicherheitslücke war es so, dass es dann doch wieder 1,5 Tage gedauert hat, bis sie gepatcht war, bis ich dann eben meine Updates rausbringe, dauert es auch noch mal ein bisschen. Sie wurde auch gut ausgenutzt, also man sieht das dann in den unterschiedlichen Services sehr schön, dass hier dann quasi Scans gefahren werden und dass hier auch dann quasi wirklich Attacken passieren. Das heißt, die ASR-Rules sollen einfach helfen, hier mehr oder weniger unmittelbar das Problem zu mitigieren. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, was man aus der MDE heraus alles automatisieren kann. Da hat es bisher die Variante mit Azure Logic Apps gegeben, haben wir heute auch schon gehört. Azure Logic Apps oder Playbooks, im Prinzip ist es eigentlich das Gleiche, es steckt immer eine Azure Logic App dahinter, das heißt ein kontrollierter Ablauf, der irgendwas macht und der irgendwas ausführt und oder mir eben auch was zurückgibt. Das habe ich natürlich in der MDE auch. Das war auch bisher meine einzige Möglichkeit, hier
was zu automatisieren. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich muss mir jetzt nicht mehr das komplette, die komplette Logic-App bauen, sondern ich kann aus dem Portal heraus für gewisse Gefahren oder für gewisse Queries auch Automations fahren, ohne dass ich jetzt in dieses Azure Logic App Thema einsteige. Ja, vielleicht ganz kurz zum Defender for Endpoint. Was ist er? Man hat es vorher auch gesehen auf den Folien von Markus. Das Ding hat früher MDATP geheißen, Microsoft Defender for Endpoint. Was passiert ist, was bei Microsoft immer wieder mal passiert, es werden Dinge umbenannt, die heißen dann anders. Das heißt, ich habe hier immer ganz gerne diese Übersetzungstabelle, weil eben die Übersetzung auch noch relativ frisch ist. Das ist, glaube ich, Anfang des Jahres. Ich glaube, es war Ignite, da ist es passiert. Das heißt, früher hat die MDE, Microsoft Defender Advanced Threat Protection, MDATP geheißen und heißt jetzt eben Microsoft Defender for Endpoint. Genauso haben wir das für den Office 365 Advanced Threat Protection und Azure Advanced Threat Protection, heißen jetzt Microsoft Defender for Office 365 und Microsoft Defender for Identity. Und diese drei Produkte zusammen sind jetzt der Microsoft 365 Defender. Das heißt, das ist so die Security-Plattform, die heute den Großteil der Workloads, den ich heute auch in irgendeinem M365-Konstellation habe, die mir hier quasi den Schutz bringt. Security Center und Sentinel, was wir vorher gehört haben, sind quasi dann noch eine Stufe größer und noch decken einfach dann noch diese zusätzlichen Cloud-Services ab oder eben mit Sentinel, wie wir vorher gehört haben, hole ich mir dann auch meine Drittanbieter, sei es VMware, sei es irgendwelche Firewalls oder sonst was, Konnektoren ins Haus und mache hier quasi habe hier noch einen größeren Fokus. Die MDE prinzipiell ist ein E5 oder ein E5 Security Feature. Das heißt, das kleinste Bundle ist E5 Security, das ich da lizenzieren kann, damit die MDE mitkommt, oder eben das große E5 Bundle. Auf der Serverseite ist es so, dass es kein Bundle gibt, sondern dass es eine Lizenz gibt, eine Single-Lizenz, die ich pro Server lizenziere. Das ist Microsoft Defender for Endpoint for Server. Anzahl der Server, Anzahl der Lizenzen, relativ einfach. Es ist so, die Engine oder die Plattform funktioniert für einen Client, Windows 10 Client und auch frühere Clients bis Windows 7 zurück. Allerdings muss man da aufpassen, da gibt es teilweise ein paar Einschränkungen. Server ist natürlich auch unterstützt, rückgehend bis 2008 R2, auch hier mit Einschränkungen. Seit Server 2019 und Windows 10 16.09, glaube ich, war das, ist die MDE Engine, ist das Service an sich integriert. Das heißt, ich muss hier nichts installieren, ich muss hier nichts updaten, sondern es ist im Betriebssystem drin und erreicht damit auch eine gewisse Tiefe, die meiner Meinung nach andere Hersteller so in der Art und Weise nicht erreichen. Und zusätzlich gibt es das Ganze auch für Linux. Linux Server ist dazu zu sagen und macOS. Das heißt, auch die habe ich plattformseitig abgedeckt und die mobilen Plattformen iOS und Android sind ebenfalls seit einiger Zeit dabei. Allerdings in dem Funktionsumfang, was mir die jeweiligen Vendoren, also Apple und Google, hier auch quasi die Möglichkeiten, die sie mir hier geben. Vielleicht drei Komponenten herausgepickt, die hier wirklich wichtig sind oder die meiner Meinung nach hier den Unterschied machen. Ich habe hier ein integriertes Vulnerability Management. Das haben wir heute auch schon mal im Security Center gehört. Im Security Center habe ich quasi die Möglichkeit, hier zusätzlich Qualys mit reinzuholen. Das ist ein Vulnerability Scanner, den es schon länger gibt, der schon sehr etabliert ist, den ich auch verwenden kann, der auch ein bisschen anders von der Idee her funktioniert wie das eingebaute Vulnerability Management. Einer der wichtigsten Punkte heute, glaube ich, weil die Umgebungen werden immer komplexer, es werden immer mehr und ich tue mir wirklich schwer, Übersicht zu bekommen, was heute draußen ist und was im Einsatz ist. Und das Vulnerability Management zeigt mir das auf. Das Schöne daran ist, es ist eine Agentless-Funktion und ich muss mich nicht darum kümmern,
ob die Clients verfügbar sind oder nicht, weil sobald die Clients Internetverbindung haben, sprechen sie mit meinem MDE-Service und reporten damit ihre Vulnerabilities. Wir haben das Thema sehr oft in letzter Zeit gehabt bei Kunden, die klassische Vulnerability-Scanner verwenden, die auf Snapshot-Basis basieren. Die haben quasi die Clients versucht zu erreichen, haben die, wenn sie erreicht haben, haben die Vulnerabilities gemessen und haben die reportet. Ich habe dann meine Fixes gemacht, habe dann den Scan nochmal gemacht und habe dann gesehen, dass ich besser oder schlechter geworden bin. Das war eine Variante, wie man das bisher gemacht hat. Das Problem war, ja, die letzten 2 Jahre waren wir alle so gut es geht im Homeoffice, irgendwann erreichbar, mal in der Früh, mal am Abend. Das war alles nicht mehr, wie es früher war, und dieser klassische Ansatz, den habe ich dann nicht mehr fahren können. Das Schöne jetzt ist eben, ich brauche lediglich eine Internetverbindung, melde meine Vulnerabilities und habe dann eine sehr schöne Übersicht darüber. Der nächste Punkt, EDR, Endpoint Detection and Response. XDR ist quasi die neue Bezeichnung, wie sich diese Produkte jetzt nennen. Das heißt, ich habe hier eine verhaltensbasierte Analyse. Ich sehe genau, was der Client macht und entscheide anhand des Verhaltens, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob das nicht in Ordnung ist. Früher habe ich klassisches Pattern-Based Virenscanning gemacht, wie wir es heute kennen von allen möglichen Virenscannern. Das ist gut, brauche ich weiterhin, aber es ist einfach zu wenig. Für die Gefahren und für die Bedrohungen, die es heute gibt, reicht mir das einfach nicht mehr. Das heißt, ich muss wirklich mehr oder weniger in Echtzeit oder nahe Echtzeit das Verhalten des Clients erkennen und muss aus dem Verhalten erkennen, ob das jetzt in Ordnung ist oder ob das nicht in Ordnung ist. Und diese Art und Weise nennt man eben EDR oder XDR. Und das ist eben auch der Teil, der hier in der MDE aufgeht. Und der weitere Punkt, auch das ist, glaube ich, in den anderen beiden Sessions auch schon gut herausgegangen. Es wird immer was sein. Wir kriegen das auch aktuell überall mit. Es passiert einfach rund um uns sehr viel. Und das wichtige Thema ist, ich muss schnell sein und ich muss möglichst auch zeitnah darauf reagieren. Und das wichtige Thema hier ist, alle Informationen zusammen zu bekommen und zusammenzusammeln, damit ich dementsprechend gute Aussagen treffen kann, was ich weiter zu tun habe. Weil das ist das, was ich sehe, wo viel, viel Zeit drauf geht, dass man irgendwo vielleicht mal was entdeckt und dann recht lang braucht, bis man die notwendigen Informationen hat, dass man jetzt entscheidet, okay, ich habe vielleicht jetzt eine Internetverbindung, ich versuche vielleicht gewisse Bereiche noch zu trennen. Um diese Entscheidungen treffen zu können, brauche ich möglichst viele Daten. Und da kann ich nicht darauf warten, bis der Admin Zeit hat und diese Daten sammelt, sofern ich meine Management-Systeme auch noch habe, die mir da zur Verfügung stehen, sondern die muss ich bestmöglichst automatisch discovern und dementsprechend vielleicht auch sogar schon drauf reagieren automatisch. Und genau das macht eben die Automated Investigations. Also das sind 3 Punkte aus dem Produkt MDE heraus, die mehr oder weniger, die meiner Meinung nach den Unterschied machen und die wichtigsten Punkte sind, die man hier betrachten sollte. Genau. Dann ist es so, wir haben ein Portal dafür, das ist jetzt auch keine große Überraschung, wo wir das Ganze managen. Das war bisher das Security Center Microsoft.com. Bisher war es so, 3 Produkte im Microsoft Defender, 3 Portale. Mittlerweile ist es so, dass das Ganze in security.microsoft.com migriert wird. Das heißt, wir haben auch hier jetzt wieder ein Portal endlich. Das hat lang gedauert und hat viele, viele, viele Kunden sehr genervt, aber es funktioniert mittlerweile, dass es eben jetzt ein Portal gibt, wo diese ganze Workload verfügbar ist. Teilweise ist es so, dass ich wirklich mit dem Portal auskomme. Teilweise ist es so, dass es zumindest mein Cockpit ist, meine Zentrale, wo ich mal reinschaue. Und es kann dann schon sein, dass ich dann für tiefergehende Investigationen noch in das Subportal muss. Aber ich habe mal ein Portal, mit dem ich quasi arbeiten kann und von dem ich ausgehen kann. Also ich glaube, das war ganz ein wichtiger Punkt und bin ich sehr froh, dass es den jetzt gibt. Und dass der jetzt funktioniert. Genau. Jetzt ist es so, das sieht man da nicht so gut, dass MDE, wie schon gesagt, bisher ein E5-Feature war oder ein E5-Security-Feature.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit dem Thema Security beschäftigt. Das haben viele erkannt. Trotzdem ist es so, dass es natürlich schon enorme Mehrkosten sind, die da quasi auf einen zukommen. Jetzt ist auch so, dass die Microsoft, war jetzt auch wenig überraschend, die Preise für die klassischen Lizenzen, und bei einer klassischen Lizenz oder Lizenzbundle rede ich jetzt von einem Microsoft 365 E3. Das ist ja was, was heute wirklich fast jeder schon hat. Das heißt, da ist meine Windows-Lizenz dabei, da ist meine Office-Lizenz dabei und da ist auch meine EMS-Lizenz dabei. Das ist, was wir auch merken, mittlerweile fast schon Standard. Da sind die Preise jetzt erhöht worden. Da war der Aufschrei teilweise groß, verstehe ich auch. Allerdings ist es nicht so, dass es nur teurer geworden ist, es ist auch was dazugekommen. Das heißt, es ist so, dass hier jetzt einen MDE Defender Plan 1 gibt. Das heißt, nicht das komplette Spektrum von der MDE, aber doch einige Teile, die wir nachher auch noch durchgehen, sind hier jetzt dazugekommen. Das heißt, ich habe ja auch durch diese Preiserhöhung mehr bekommen. Im Teams-Bereich ist da auch ein bisschen was passiert. Das heißt aber, ja, also es ist eben nicht nur teurer geworden, sondern ich habe auch einen Vorteil. Und der Vorteil ist eben dieser MDE Defender P1. Das hier beschrieben sind im Prinzip die einzelnen Komponenten, die ich vorher auch schon kurz erwähnt habe: Threat and Vulnerability Management, Endpoint Detection and Response, Automatic Investigations, die quasi die Kernkomponenten sind. Man sieht es da auf den Slides jetzt nicht. Im PowerPoint ist es grün dargestellt, aber die Komponenten Attack Surface Reduction, Next Scan Protection und der ganze Teil da unten, also Centralized Configuration und die API-Integration, die ist dazugekommen. Hier gibt es auch nochmal die Tabelle, die jetzt sagt, was ist jetzt in P1 und was ist in P2 dabei. P2 ist quasi das, was wir bisher eben in der E5-Palette kennen. Das heißt, mehr oder weniger fast jeder Kunde, der heute M365 E3 hat, kann hier eigentlich starten und kann hier seine klassische Umgebung, die er heute vielleicht nur mit einem Defender oder irgendeinem anderen AV-Scanner schützt, einfach erweitern und um diese zumindest um die P1-Komponenten erweitern. Das heißt, was ist unter dem Next Gen Protection dabei? Das ist im Prinzip der bestehende Defender, den wir heute schon kennen, der mehr oder weniger genauso gut oder genauso schlecht ist wie alle anderen AV-Scanner auch. Das ist jetzt keine große Überraschung. Die funktionieren halt patternbasiert. Das wesentliche Problem ist, sie sind einfach zu langsam, um eben auf diese tatsächlichen Zero Days auch wirklich zu reagieren. Deswegen gibt es hier ein paar Features wie die Protected Unwanted Application, Block at First Sight und auch die Tamper Protection, die hier jetzt quasi auch eben in der P1 dabei sind und die mir einfach helfen sollen, diesen bestehenden Defender noch besser zu machen, den ein bisschen zu härten. Tamper Protection ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn man sich so ein bisschen Malware-Analyse anschaut, dann sieht man dort sehr schnell, dass die ersten 100, 200 Zeilen Code in der Schadsoftware, in der Malware meistens dafür verwendet werden, alle möglichen Protection Services einfach zu eliminieren. Und das wird in der Tamper Protection quasi möglichst schwer gemacht. Es ist nicht unmöglich, aber es ist deutlich schwieriger als zuvor. Im P2 haben wir natürlich auch viel Automatic Investigation und Response. Die Automated Response haben wir in der P1 nicht, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, manuell darauf zu reagieren, beziehungsweise das gegebenenfalls dann auch über die APIs, über Logic Apps oder Co. anzusteuern. Das heißt, ich habe das mehr oder weniger in meiner Lizenz dabei und den Teil, den ich drüben automatisiert habe, den muss ich mir jetzt dann selbst machen und den muss ich mir quasi dazu automatisieren. Wie wir vorher schon gesehen haben, es gibt in dem Bereich wirklich eine gute Community. Es gibt sehr viel bestehende Logic Apps und Co., die ich auch einfach, der Hannes hat das sehr schön hergezeigt, mit dem Deploy Azure Button auch wirklich schnell bereitstellen kann. Das heißt, den Teil, sage ich, den kann man verkraften und das kann man sich sehr schnell selbst dazu bauen. Dann haben wir noch den Teil Attack Surface Reduction, Control Folder Access und Device Control. Ich habe sie ein bisschen abgekürzt, aber hier sind sie eh noch ausgeführt. Das sind relativ kleine Tools, die aber ganz konkrete Aufgaben haben, eben den Client besser und sicherer zu machen. Wenn ich da vom Client rede ich immer vom Client und vom Server. Also eigentlich müsste man Endpoint sagen, das ist immer ganz wichtig.
Attic Surface Reduction schauen wir uns noch an, wo mir das hilft. Control Folder Access ist die Ransomware Protection, ist ja auch genannt. Auch ein sehr sinnvolles Feature, das ich jedem empfehlen würde einzusetzen. Device Control kümmert sich so ein bisschen um das Thema USB-Management, was darf angesteckt werden, was darf nicht angesteckt werden. Web Protection ist auch sehr spannend, hilft mir einfach Webfiltering zu machen. Ich habe gewisse Webseiten, die ich zulasse. Ich habe gewisse Services, wo ich möchte, dass der Endkunde im Prinzip dort nicht hinkommt. Das kann ich im Webfiltering sehr schön und sehr einfach lösen. Und Network und Application Control, ja, sprechen für sich selbst, managen mir und helfen mir, meine Applications und mein Network zu managen. Ähnlich wie wir es vorher auch schon im Security Center gesehen haben, da arbeitet man mehr oder weniger mit den gleichen Komponenten, wie zum Beispiel einer Application Control Policy. Genau. Und wir haben die Abdeckung auch in der P1 für Windows, iOS, Android, macOS. Das heißt, die aufgepasst haben, wissen, die Server und die Linux-Server fehlen, was auch Sinn macht, weil die habe ich bisher auch immer extra lizenziert mit Defender for Endpoint for Server. Aber alles, was quasi jetzt User-related oder Client-related ist, ist quasi auch jetzt mit der P1-Lizenz abgedeckt. Das heißt, genau, entweder über Security Center, da ist sie quasi dabei, weil ich das quasi mitkaufe, oder ich kaufe eben die Lizenz dann einzeln. Im Wesentlichen ist es das. Das heißt, das kann heute jeder verwenden. Bitte auch möglichst bald tun, weil das ist einfach wirklich, wirklich wichtig. MDE P1. Jetzt vielleicht kurz zu den Portalen. Da schauen wir jetzt mal, dass wir uns das vielleicht anschauen. Also, warte mal, das seht ihr da jetzt nicht. Jetzt muss ich da auch nochmal kurz. So. Dann mal, ich stecke mir den. Was ist denn da der zweite Monitor? Ja, na. So, danke. Genau, jetzt machen wir da ein Duplicate. Jetzt sollte es dann passen. Perfekt. Genau, wir wollten uns das neue Portal anschauen. Das ist eben dieses Microsoft Defender, Microsoft 365 Defender, securitymicrosoft.com findet ihr das. Und hier ist es jetzt so, ich habe hier meine Incident View und meine Alert View, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Ist im Prinzip das, was mir dann alertet und wo ich dann als erster reinschaue, wenn ich hier meine Alert sehe. Und hier sieht man jetzt schon sehr schön, ich habe da relativ wenig drin, weil es eine Testumgebung ist. Aber das Schöne hier ist, ich habe hier jetzt in meinem Filtering einfach schon die gesamte Palette drin. Das heißt, ich habe hier meinen Defender for Endpoint drin, ich habe hier meinen Defender for Identity und meinen Defender for Office 365, die ich filtern kann, die ich mir hier anzeigen kann. Das Schöne daran ist natürlich auch, für gewöhnlich detekt nicht nur ein System, beziehungsweise detektet vielleicht nur ein System, aber es gibt trotzdem einen Weg, wie das Ganze passiert ist. Das heißt, da kommt vielleicht klassisch ein Mail heute rein, das meine MDO, Microsoft Defender for Office 365, scannt. Erkennt vielleicht hier noch keine Gefahr. Meine MDE erkennt heute am Endpoint
und entdeckt hier, dass irgendwas passiert ist. Die Information kann wiederum über den Service-to-Service-Connector von der MDE in die MDO weitergegeben werden. Und wenn das Mail jetzt vielleicht noch 5, 6, 7 andere Leute bekommen haben, ist das System auch so weit, dass es daran wirklich eingreift und sagt, okay, ich warte jetzt nicht darauf, dass die das Mail auch aufmachen, sondern ich lösche das Mail jetzt quasi aus der Mailbox schon heraus und lasse es hier gar nicht so weit kommen, dass das Zeug vielleicht auch mutiert. Das heißt, das war ein wichtiger Punkt, dass man hier jetzt eben diese gemeinsamen Portale schafft und hier die Möglichkeit gibt, das quasi aus einem Portal aus anzusteuern. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, haben wir vorher schon kurz gehört, das Onboarding. Das heißt, ich weiß, ich brauche diese Lösung jetzt möglichst auf allen Endpoints und möglichst schnell. Wenn ich jetzt mehrere hundert oder tausend Clients habe, ist es so, dass es gut sein kann, dass ich Clients verpasse, die ich nicht onboarden kann. Es kann auch sein, dass ich unmanaged Client habe, die vielleicht in einer Workgroup sind, die vielleicht nur Azure AD Joint sind oder wie auch immer. Was es mittlerweile gibt, ist die Möglichkeit, dass die Clients, die heute schon ongeboardet sind, mehr oder weniger als Sensoren verwendet werden und die schauen einfach, was für Geräte gibt es hier noch im Netzwerk, die hier heute verfügbar sind, die noch nicht ongeboardet sind. Das heißt, jeder einzelne MDE-Client ist mehr oder weniger sowas wie ein kleiner Wächter, der schaut, was ist links und rechts eigentlich von mir, was gibt es da für Systeme und sind diese Systeme auch in meiner MDE verfügbar? Und wenn sie es nicht sind, dann zeige ich die zumindest an und die bekommen dann den Status Can be onboarded. Das heißt, ich als Admin kann da einfach sehr schön danach filtern und sehe, okay, ich habe da jetzt noch vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 10% an Maschinen, die nicht onboarded sind, aus welchen Gründen noch immer, und kann dem nachgehen und kann hier das Onboarding verbessern und die eben gegebenenfalls manuell onboarden. Das soll hier wirklich helfen, eine möglichst gute und komplette Abdeckung zu bekommen. Ein zweites Thema ist, das habe ich da jetzt nicht eingerichtet, ist aber auch sehr, sehr sinnvoll. Wir haben nicht nur den Fokus auf unsere Endpoints, sondern speziell unser Vulnerability Management geht auch auf Netzwerkgeräte. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier auch gewisse Windows-Server als Netzwerkscanner zu konfigurieren. Die dann zum Beispiel entdecken, was für Netzwerk-Hardware momentan konzentriert auf Switches, meines Wissens nach, im Einsatz sind durch gewisse Scans und mir dann sagen, okay, es gibt jetzt auch von einem HP-Switch oder von einem Cisco-Switch gewisse Vulnerabilities und hier mein Vulnerability-Management eben nicht nur auf Endpoint-Basis präsentieren, sondern auch die Netzwerkinfrastruktur berücksichtigen und mir hier auch zeigen, dass es hier auch Endpoints gibt oder Netzwerke gibt, die auch verwundbar sind, die ich updaten muss, weil das ist was gerne oder vergessen wird und speziell bei vielen Vulnerability-Management-Systemen nicht unbedingt im Scope ist, aber glaube ich sehr, sehr wichtig ist. Was haben wir noch? Wir haben hier das sogenannte Threat Analytics. Und bei den Threat Analytics ist es so, dass es mehr oder weniger fast täglich neue Gefahren, neue großflächige Angriffe, neue Themen gibt, die teilweise recht massive Auswirkungen auf mich haben können. Die Challenge ist, das quasi mitzubekommen, wenn ich jetzt vielleicht kein SOC-Team habe oder kein SOC-Service dahinter, das mir das macht, ist das durchaus eine Challenge. Und dafür kann ich das Threat Analytics nutzen. Das Threat Analytics zeigt mir mehr oder weniger speziell die großen Angriffe, die großen Gefahren, die ich habe, recht schön aufbereitet. Und ich bleibe da jetzt gleich bei unserer 40444 Sicherheitslücke. Das heißt, ich gehe hier rein, sehe hier sofort, okay, was ist das eigentlich, worum geht es hier eigentlich? Bin ich hier betroffen? Habe ich hier Geräte, die misskonfiguriert sind, wo ich vielleicht noch irgendwas tun muss? Kann mich da ein bisschen einlesen, kann mich damit beschäftigen. Hier ist sehr schön beschrieben, recht ausführlich, wie das Ganze eigentlich zustande kommt, wo meine Themen sind, wo ich vielleicht ansetzen muss. Was so bekannte Angriffe sind. Das heißt, das ist wirklich sehr ausführlich dargestellt. Hier sieht man auch sehr schön,
Wann das quasi ausgenutzt worden ist, also das war das erste Mal, wo das quasi announced worden ist, und kurze Zeit später hat es den ersten POC gegeben und dann ist es mehr oder weniger, ist das auch schon aktiv exploitet worden. Und das Schöne ist, es zeigt mir nicht nur, was alles schlecht ist, sondern es zeigt mir auch, wie oder was ich besser machen kann. Das heißt, ich habe die Mitigation hier gleich dabei und er sagt mir hier einfach, okay, du müsstest, um hier jetzt geschützt zu sein, bis jetzt zum Beispiel ein Windows-Update kommt, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, mit dem wir heute und auch in Zukunft arbeiten müssen. Wir müssen schauen, dass wir eben vor diesen Zero Days bestmöglichst geschützt sind. Das heißt, ich habe hier mehr oder weniger eine Recommendation dabei. Das kennen wir aus den anderen Produkten schon, die uns einfach sagt, okay, es gibt hier eine ASR Rule, Attack Surface Reduction, die heißt Block Executable Files from Running die Rule heißt Block Office Applications from Creating Child Process, sehen wir nachher noch. Das ist die Empfehlung, diese anzuwenden und dann bin ich davor geschützt, bis das Sicherheitsupdate kommt. Das bekomme ich mehr oder weniger out of the box mit und kann mich eben genau dann damit davor schützen. Ich habe hier wieder mein KQL-Query. Das heißt, ich kann hier einfach auch auf meine bestehenden Daten schon rückwirkend schauen, bin ich vielleicht hier schon in irgendeiner Weise angegriffen worden, beziehungsweise gab es hier schon Themen, die mir vielleicht Sorge bereiten sollten, wo ich hier vielleicht auch tätig werden muss. Sollten Incidents dafür passiert sein, sehe ich die dann auch gleich, beziehungsweise habe auch natürlich dann die Sicht auf Exchange Teams und Co., dass ich sage, okay, wie ist denn das eigentlich reingekommen, passiert, und hier eben genau die Möglichkeit, dass ich dann diese Office Applications auch anwenden kann. Genau. So, jetzt schaue ich mal kurz. Genau, Device Discovery haben wir besprochen, Attack Surface Reduction und vor so einer, genau davor kann ich mich jetzt quasi schützen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Attack Surface Reduction. Was sind die eigentlich? Was machen die? Also dieses MS-HTML-Thema war folgendes. Manipulierte Excel-Makros oder Word-Makros können eben dazu führen, dass ich eine Remote-Code-Execution ausführen kann. Das ist jetzt auch nichts Neues. Makros sind, sage ich mal so, eines der größten Einfallstore. Und eigentlich ist da die Empfehlung, das Zeug abzudrehen und nicht zuzulassen, beziehungsweise möglichst einzuschränken. Ich weiß, das funktioniert nicht immer oder nur in den seltensten Fällen. Und das ist auch ein bisschen 0 oder 1. Also es einfach abzudrehen, geht halt in sage ich mal, gewachsenen Strukturen einfach nicht. Und deswegen gibt es unter anderem diese ASR-Rules, und diese ASR-Rules sollen mir dann helfen, dass ich sage, ja, Makros, okay, ich weiß, ich kann nicht ohne, aber ich kann diese Makros zum Beispiel jetzt in gewisser Weise limitieren. Das heißt, ich kann sagen, das Makro kann von mir in meinem Excel-Sheet oder in meinem Word-File irgendwas editieren, irgendwas bearbeiten, da irgendwas reinholen oder sonst was machen, aber es darf zum Beispiel keine Child-Processes spawnen. Das ist jetzt genau das Thema, das wir haben, wo diese Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Und ich kann jetzt mehr oder weniger sehr einfach so eine ASR-Rule anwenden und kann sagen, passt, die Makros dürfen alles, was sie bisher machen durften, außer eben genau dieses Thema, das dürfen sie nicht mehr. Und es kann natürlich auch sein, wenn ich diese ASR-Rule jetzt anwende, dass ich mir trotzdem irgendwas abschieße. Nur ich muss mir dann bewusst sein, es gibt hier quasi aktive Sicherheitslücken, die bestehen, und die ich muss jetzt für mich abwägen, ist mir das wert? Nehme ich das in Kauf? Oder habe ich jetzt vielleicht die 1,5 Wochen diese Rule rausgeschossen und ich kann mit diesen Makros jetzt 1,5 Wochen lang nichts tun, bis das gefixt ist? Dafür bin ich hier zumindest safe. Also das ist, glaube ich, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen ist auch dieses ganze Investigation-Thema ein wichtiges. Und dieses ganze Discovery, dass ich diese ganzen Daten dargestellt bekomme, dass ich einfach aus Admin-Sicht oder aus Security-Sicht die Entscheidungen treffen kann. Betroffen bin ich, das weiß ich, weil Microsoft Infrastruktur habe ich, und kann ich das jetzt in Kauf nehmen oder kann ich das nicht in Kauf nehmen? Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Deswegen kann ich diese ASR-Rules auch unterschiedlich fahren. Ich kann die in einem Block-Mode fahren, dann wird die einfach exekutiert und dann ist das einfach so.
Ich kann den im Audit-Mode fahren, das ist dieses typische Was wäre, wenn. Ich habe halt dahinter immer diesen Black-Whitelisting-Ansatz, den ich da verfolgen kann. Audit-Mode ist gut, ist wichtig, speziell wenn ich das Ding versuche langsam einzuführen, dann kann ich einfach sagen, okay, was würde jetzt alles blockiert werden? Das gehe ich dann durch, kann mir das zum Beispiel dann in der MDE-Session rausfiltern, kann dann sagen, okay, das und das will ich eigentlich, die Makros kenne ich, die sind okay und alles andere blocke ich. Wichtig da, man muss irgendwann von dem Audit-Mode in den Block-Mode kommen. Es hilft mir nichts, wenn ich das einfach ewig lang im Audit-Mode fahre. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist der Warn-Mode. Das heißt, da ist es so, dass der User informiert wird und involviert wird, dass das jetzt blockiert werden würde. Also es ist so quasi der Audit-Mode mit User-Interaction. Dass der User sieht, okay, ich habe hier was, was blockiert werden würde und kann dann quasi ähnlich wie es wie man es heute im Outlook macht mit Spam-Mails, wo der User markieren kann, dass er das quasi, dass da das quasi jetzt ein Spam-Mail durchgegangen ist und dass er das jetzt quasi als Spam interpretiert hat, ist es so, dass der User hier quasi sagen kann, ja, das bräuchte ich eigentlich schon oder das bräuchte ich eigentlich nicht und kann blockiert werden. Genau. ASR-Rules haben jetzt nicht nur den Fokus auf Office-Makros, aber ich sage mal so, aus der Ecke kommen sie. Und wenn man sich da anschaut, ich glaube, 4 von den 12 oder 15 Rules, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, beschäftigen sich mit dem Thema Makro-Office-Applikationen und so weiter, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Gibt aber einige andere Bereiche auch, PSExec, VMI-Commands ist natürlich auch was gerne verwendet wird, was ich hier einfach unterbinden kann. Das heißt, ich kann hier von diesem 0 oder 1, schwarz oder weiß, ein bisschen weggehen und kann mir hier ein bisschen, kann hier ein bisschen granularer konfigurieren und kann einfach nur gewisse Sachen unterbinden und nicht nur sagen, das Feature gibt es nicht, weil das werde ich bei den Makros zum Beispiel auch nicht durchstehen. Soweit klar, Fragen dazu? Ja, dann habe ich noch einen Punkt. Und den haben wir heute auch schon ein bisschen angesprochen, das ist diese ganze Automation. Dementsprechend, was jetzt heute in der MDE aufkommt, kann ich eben darauf reagieren, das haben wir schon gehört, das geht in Sentinel, das geht im Security Center genauso. Das habe ich eben bisher klassisch über Logic Apps gemacht, schauen wir uns auch gleich an, wie das zum Beispiel funktioniert. Und kann ich eben jetzt, wenn ich jetzt nicht in dieses Logic Apps Thema eintauchen will, eben auch direkt übers Portal machen. Schauen wir uns an, wie das mit der Logic App funktioniert. Logic Apps erreicht sie im Prinzip über das Azure Portal. Über Logic Apps, ihr seht dann eure bestehenden Logic Apps, macht die auf, habt hier den Logic Apps Designer. Und ja, hier ist es, ich sage mal so, relativ einfach, hier sich dann eigene Alerts zusammenzubauen. In dem Fall gehen wir den kurz durch, den ich hier gebaut habe. Was macht der? Er wird getriggert oder die Logic App wird getriggert, wenn jetzt ein neuer Defender ATP Alert aufkommt. Ich habe da noch keine Unterscheidung. Die wird mehr oder weniger jetzt mal für jeden Alert getriggert. Im nächsten Schritt gehe ich her und schaue mir den Alert an. Das heißt, ich hole mir mal die Alert-ID raus und hole mir mal die Maschine raus, die es betrifft. Und dann nehme ich den Alert ein bisschen auseinander und schaue mir an, okay, was ist das eigentlich und ist das für mich relevant? Das heißt, ich schaue mir hier, im Hintergrund steht die Alert Severity. Das sieht man, ja, da sieht man es. Und ich schaue mir jetzt die Alert Severity an und sage, okay, wenn die Alert Severity High oder Medium ist, dann mache ich hier quasi weiter und dann gehe ich hier quasi in dem Schritt weiter und schaue mir dann an, was hat die Maschine für ein OS-Level und wenn das jetzt ein Windows-System ist, dann nehme ich den Alert mit. Und was ich daneben mache, ist, dass ich zum Beispiel die Maschine isoliere. Das heißt, wenn ich heute aus meiner MDE heraus einen High- oder einen Severity-Alert habe, triggert automatisch diese Rule. Und diese Rule macht dann nichts anderes, wie die Maschine zu isolieren. Die sich mit der MDE beschäftigen, die haben dann schon bemerkt, okay, das passiert jetzt nicht allzu oft. Speziell High Alerts ist jetzt was, da ist meistens wirklich schon irgendwas im Gange und da muss ich eigentlich schnell darauf reagieren. Und was ich daneben machen kann, ich kann diese Maschine isolieren. Isolieren heißt in dem Fall, ich nehme die Maschine offline.
unabhängig davon, wo sie ist, ob sie jetzt intern ist oder ob sie extern ist. Sie muss im Prinzip nur übers Internet erreichbar sein, weil dann funktioniert dieses Service. Und im Prinzip, was ich dann mache, ist, ich schreibe eine Firewall-Policy, die nichts anderes mehr zulässt, außer die Kommunikation mit der ATP oder mit der MDE. Und sonst ist die Maschine offline. Das heißt, sollte auf der Maschine irgendeine Verbreitung passieren oder sollte hier irgendwas passieren, was ich nicht möchte, muss ich nicht darauf warten, bis mein SOC-Team anspringt oder bis mein Admin dann am Montag in der Früh mit seinem Morgenkaffee fertig ist und dann den Alert abarbeitet, sondern ich habe sofort darauf reagiert. Jetzt kann es natürlich sein, das System ist natürlich auch nicht perfekt, dass es ein False Positive ist. Das heißt, ich schicke hier zusätzlich noch so ein Approval an mein Security-Team, dass ich diese Maschine jetzt isoliert habe. Und dann kann ich aus dem Mail heraus, das haben wir vorher beim Hannes schon gesehen, das war im Prinzip genau die gleiche Vorgehensweise, darauf reagieren und kann sagen, ja, das ist okay, das bleibt so, bis ich jetzt quasi hier mehr Informationen habe. Oder na, das war ein False Positive und ich drücke einmal aufs Knopfball und nehme die Maschine wieder aus der Isolierung raus und der User hat vielleicht gar nicht gemerkt. Im Hintergrund ist das alles wieder dokumentiert und nachvollziehbar. Das heißt, hier bringe ich mir einfach diese Möglichkeit, hier auch wirklich schnell reagieren zu können. Genau, so habe ich das bisher gemacht, so habe ich das mit den Logic-Apps, so habe ich mit den Logic-Apps gearbeitet. Und jetzt ist es eben so, dass ich über Hunting Queries, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, ich habe da eins zwischengespeichert, mehr oder weniger selbstständig auf gewisse Events, auf gewisse Ereignisse reagieren kann. Die kann ich jetzt ausführen und kann eben schauen, ob das irgendwie vorhanden ist. In dem Fall habe ich hier jetzt nichts. Aber wenn ich hier jetzt mein Hunting Query habe, und auch hier haben wir mehr oder weniger, ich habe das beide vorher schon gesagt, die Community sehr stark eingebunden. Das heißt, ich habe hier meine Community Queries, wo mehrere hundert Queries schon hinterlegt sind, die ich mir raussuchen kann und die ich verwenden kann. Also ich muss nicht alles neu finden, kann mir das übernehmen. Und wenn ich hier jetzt mein Query habe, wo ich sage, okay, auf das möchte ich jetzt detekten, auf das ist mir jetzt wichtig, dass ich auf das reagieren kann, muss ich eben keine Logic App mehr bauen, sondern ich gehe auf Create Detection Rule, gebe dem Ding einen Namen. Der Unterschied hier ist, es ist nicht Alert getriggert. Das heißt, es springt nicht immer dann an, wenn ein Alert passiert, sondern ich kann die kleinste Einheit ist, ich kann es einmal pro Stunde setzen. Dann wird quasi geschaut, ist es in der letzten Stunde passiert. Ich kann einen Title vergeben. Ich kann wieder eine Severity festlegen, wie ich das Ganze dann einstufe. Kann hier quasi eine, also Mitre Framework ist hinterlegt, ich kann hier eine Taktik hinterlegen, in die ich das dann quasi zuordne, kann hier noch eine Beschreibung vergeben und vielleicht hier auch noch weitere Empfehlungen, was hier dann zu tun ist, weil der Unterschied hier ist, ich weiß ja ganz genau, was passiert ist, weil ich ja mein Hunting Query genau auf das quasi angesetzt habe. Sag hier, das betrifft meine Geräte, suche mir wieder meine Device-ID raus, und kann hier dann eben sagen, genauso wie ich es vorher gesagt habe, ich isoliere meine Maschine. Also im Endeffekt habe ich das Gleiche erreicht wie durch die Logic App, mit dem Unterschied, dass ich es gezielt auf eine gewisse Methodik angewendet habe, das was eben in meinem Hunting Query dahinter ist, und dass ich es nicht mehr oder weniger live machen kann, sondern dass ich diese eine Stunde Zeitfenster habe. Dafür, für gewisse Sachen ist es meistens auch ausreichend. Ich kann es noch filtern auf gewisse Device-Gruppen, klicke dann auch ein paar Mal Next, Next, Next und dann war es eigentlich schon. Also auch eine Möglichkeit, die mir hier jetzt auch helfen, ganz gezielt auf gewisse Themen einzugehen und hier auch darauf zu reagieren. Muss ich dann selber abwägen, was für mich die bessere oder schönere Variante ist. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Genau. Und das war's dann eigentlich auch schon. Also ja, haben wir gemacht. Genau. Danke. Und ja, jetzt kommt noch kurz der Hannes.
Gut, vielleicht noch abschließend von meiner Seite. Auf alle Fälle mal vielen Dank für die Speaker heute. Vielen Dank für den wirklich interessanten Content. Also einiges wieder dazugelernt, zum Beispiel das MDE persönlich auch nicht gekannt. Was mir aber noch ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch meinen Kollegen von der Experts Live ganz wichtig, Community heißt mitmachen. Jeder kann jederzeit mitmachen. Wir haben einige Termine, wir haben unsere Experts Live-Konferenz gehabt vor kurzem, die haben wir zweimal heuer ausgefüllt, wurden es einmal virtuell gemacht, einmal ein Hybridfaktor. Wir machen permanent Asia-Meetups oder eben das Asia-Experts Live-Café. Ich mache jetzt da ganz bewusst auch Werbung für andere Meetups, weil wir sind ja in Wirklichkeit eine große Familie, sage ich jetzt einmal, eine große Community. Ich werde, wenn es noch nicht genug von mir habt, am 18. Oktober im Asia Meetup Bonn auftreten, werde das Asia Sentinel-Thema in zwei Sessions noch einmal vorführen, einmal mit einem Overview und einmal Deep Dive, also weitaus tiefer als heute. Ich bin am 30. Oktober bei der Asia Community Summit, wo haben wir das beschrieben? Na, passt ja. Also virtueller Event, wo ich auch das Thema Asia Sentinel präsentiere, ist ein Event, der in Indien, von Indien aus gehostet wird. Ist ein 3-Tages-Event, also läuft wirklich permanent durch. Und zu guter Letzt, ich plane wieder ein Experts Live Café im Jänner 2022, also einmal im Quartal, und da haben wir Schwerpunkt dann auch das Thema Monitoring, Asia Monitoring, was gibt es für Möglichkeiten? Da werden wir unter anderem auch die Firma Nice ist da wahrscheinlich dabei mit ihren Solutions, beziehungsweise Kollegen von mir werden da auch dabei sein. Ja, würde mich freuen natürlich, wenn ihr mitmacht, wenn es Themen geben sollte, wenn es interessante Themen geben sollte, die man mal präsentieren soll, schreibt es mir einfach an jl@expertslive.at. Können wir alles gerne machen, wie gesagt, einmal im Quartal. Werden wir das organisieren, beziehungsweise auch auf der Experts Live Homepage nachschauen, was für aktuelle Themen sind. Vielleicht, wir haben ja nicht nur das Meetup, was ich mache, sondern Kollegen von mir machen zum Beispiel Partial User Group, wo auch einige Events immer stattfinden, wird auch announced dann auch über die Experts Live Seite. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie heute auch einige Leute virtuell dabei waren, einige Leute vor Ort. Wir werden Sie jetzt noch ein gemütliches Bier wahrscheinlich gönnen und gute Abendverpflegung. Bleibt euch natürlich virtuell verwehrt. Vielleicht machen wir ein paar Fotos, dann habt ihr das wenigstens bekommen. In dem Sinn, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend noch.